Eigentlich für Spionagezwecke ins All geschossen, ist es auf den ersten Blick verwunderlich, wenn militärische Satelliten auch Meteoriten beobachten. Meteoriten sind kosmische Körper, die, bevor sie auf der Erdoberfläche aufschlagen, bei ihrer Abbremsung durch den Luftwiderstand der Atmosphäre zu leuchten beginnen. Die meisten sind nur winzige, kieselsteingroße Bruchstücke aus Metall, Stein oder Eis. Im vergangenen Sommer gab es einen regelrechten kosmischen Regen. Was aber bei uns ankam, war nur minimal, denn die meisten Meteoriten verglühten. Aber nicht alle Brocken sind so klein. Einige Wissenschaftler sind fest davon überzeugt, dass die Dinosaurier ausstarben, weil ein riesiger Meteorit an der Golfküste von Mexiko einschlug und damit eine plötzliche Klimaveränderung hervorrief. Ein Team von Astronomen und Wissenschaftlern durchforstet mit ihren Teleskopen systematisch den Himmel. Sie sind überzeugt, dass die Erde von riesigen Meteoriten bedroht wird. Die Chance, dass es morgen passiert, ist genauso groß wie in Millionen Jahren. Einige Top-Secret-Satelliten, die eigentlich zur Bahnverfolgung von Raketen und zur Beobachtung von Kernwaffentests eingesetzt werden, haben bereits Explosionen von Meteoriten in der Erdatmosphäre registriert. Nach neuesten, bisher geheim gehaltenen Angaben des Verteidigungsministeriums erreichen manche Explosionen die Stärke der Hiroshima-Atombombe. Es besteht eine reale Bedrohung für die Menschen und für das Leben insgesamt auf unserem Planeten durch Meteoriteneinschläge. Erste Ideen, wie die mögliche Apokalypse abgewendet werden kann, gibt es. Amerikanische Wissenschaftler schlagen vor, in Entwicklung befindliche Technik aus dem Sternenkriegsprogramm SDI dafür zu nutzen. Ursprünglich zur Vernichtung feindlicher Raketen konzipiert, soll sie nun heransausende Himmelskörper zerstören. Aber da taucht natürlich sofort eine grundlegende Frage auf. Wie soll verhindert werden, dass derartige Waffen nicht für kriegerische Zwecke auf der Erde missbraucht werden? Frau Kakado, sicher kann man nie sein. Haben wir vorhin besprochen, dass so ein Ding auch auf die Erde trifft. Ist es überhaupt sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, ob es dagegen ein Mittel gibt? Ja, ich denke schon. Ne? Wenn so eine Bedrohung besteht, dann muss man da auch weiter hinterhaken. Erstmal gilt es, eine große Wissenslücke noch zu schließen. Also wie gesagt, wir wissen nicht mal genau, woraus so ein Komet exakt besteht. Wir wissen nicht, wie viele sich in unsere Richtung bewegen. Und erst wenn man das alles genau weiß, das heißt, wenn wir auch wieder in die Raumfahrt mehr investieren, wenn wir für die Raumfahrt mehr tun. Thema Forschungsetat. Ja. Ja, Thema Forschungsetat. Wenn wir uns einfach auch mehr begreifen, nicht bloß als Wesen der Erde, sondern auch als Wesen des Kosmos, größer denken, in größeren Zusammenhängen, wenn wir diese Bedrohung also besser fassen können, dann können wir natürlich uns auch überlegen, was man dagegen tun kann. Gegenwärtig gibt es erste Vorstellungen von der NASA, dass man ein Raketenabwehrsystem aufbaut, ähnlich wie das Sternkriegsprogramm von den USA. Aber ich glaube, es ist weniger, und da wird schon ein Problem deutlich, es ist weniger ein technisches. Ja, man könnte schon Kernwaffen vielleicht auch im Weltraum zünden, um so einen Kometen vielleicht aus der Bahn abzudrängen. Die größere Gefahr meiner Ansicht nach besteht darin einfach, ob wir als Zivilisation auch kulturell schon so weit sind, dass wir weltweit so ein Waffensystem beherrschen und dass wir es nicht gegen irdische Ziele missbrauchen. Ja. Und da gilt es sicherlich noch einiges zu tun. Ne? Das ganze Spektakel ist ja noch nicht vorbei. Es sind erst wie viel? Ja. Vier Kometenteile? Fünf Kometen sind jetzt angekommen nach den letzten Meldungen. Einer ist auseinandergebrochen, also sechsmal hat es schon geplautzt. Ja, 21 sind es insgesamt. Bis nächsten Freitag bleibt uns das Spektakel erhalten. Ja. Wahrscheinlich jeder mit oder ohne Fernglas wird heute Abend, sofern der Himmel klar ist, versuchen, was zu sehen. Kann man überhaupt was sehen? Nein, nein. Also die Konstellation zwischen Jupiter und Erde ist nicht immer so, dass wir die besten Sichtbedingungen von Europa aus haben und vielleicht sogar hier von Berlin. Gute Bedingungen sind am Mittwoch, Mittwoch gegen 22 Uhr, da bietet sich etwa dieses Bild vom Sternenhimmel. Nun haben wir die Sterne ein bisschen größer gemacht. Also leider haben wir auch eine Smoglocke über den Groß stehen, dass es leider nicht ganz so schön ist. Aber für alle, die sich ein bisschen auskennen, also in Richtung Süden müssen wir gucken und dann Richtung, also Südwest. Hier befindet sich das Sternbild Waage und daneben Jungfrau und etwa dazwischen befindet sich dann der Jupiter. Und gerade am Mittwoch rechnen wir eigentlich damit, dass ein größerer Brocken, vielleicht
was ich in der Grafik dargestellt hatte, ganz weit rechts, 4 Kilometer mit 28 Millionen Megatonnen TNT. Also was das bringt, wir müssen es abwarten. Das habe ich vorhin immer noch nicht ganz die Antwort bekommen. Kann es wirklich eine Auswirkung auch haben, sagen wir mal, auf das Sonnensystem? Man sagt ja, also der Jupiter sofort, könnte erschüttert werden. Ja. Kommen da vielleicht irgendwelche Wellenverschiebungen in dem Sonnensystem zustande? Also sofort und direkt für die Erde kann man sagen, nein, nicht. Das ist 770 Millionen Kilometer entfernt. Da sind wir erstmal geschützt. Aber bei so einer großen Explosion kann der Jupiter in größere Eigenschwingungen geraten. Das könnte vielleicht auf seine Bahndaten Auswirkungen haben. Und da wir ja alle im Planetensystem in einem Gravitationsfeld, Gravitationskräfte untereinander ja zusammenhängen, keiner losgelöst voneinander ist, könnte das dann auch vielleicht für spätere Generationen auch für die Erde Auswirkungen haben. Und zwar welche? Das kann ich nicht beantworten. Das ist die Aufgabe jetzt der Wissenschaft, das zu lösen. Was kann man denn überhaupt lernen aus diesem ganzen Ereignis? Man hat ja relativ wenig Erfahrung, eigentlich gar keine Erfahrung, von so direkter Betrachtung. Wie weit dieses Galileo, Raumsonde, die ist ja relativ dicht dran. Relativ dicht, 240 Millionen Kilometer. Ja. Und kann ja ganz genau hingucken eigentlich. Ja. Was erwartet man denn, was man lernen kann? Einfach Verständnis, was solche Energiemengen bei solchen großen Planeten ausrichten können. Und wenn wir das wissen, dann haben wir ein Modell und können das dann natürlich auch für die Erde anwenden. Und dann müsste man die Schlussfolgerung weiterziehen, wie ich das schon gesagt habe, dass wir uns auch überlegen, wie man sich dagegen schützen könnte. Aber das wird nicht die Aufgabe von uns alleine sein, das ist eine Aufgabe der Zivilisation und auch künftiger Generationen. Aber jeder hat natürlich seinen Teil dazu zu liefern. Alles ist nur so ungewiss und unberechenbar und das ist ja auch das Faszinierende an diesem Feld, an diesem Universum, an der Astronomie. Ich weiß, dass Sie nur mit Weltraumforschung zu tun haben, trotzdem will ich jetzt den Astrologen in Ihnen nochmal herauslocken, Volker. Nein. Wir sehen nämlich auf dieser Grafik, die Sie uns eben gezeigt haben, der Jupiter liegt genau zwischen Skorpion und Jungfrau im Moment. Was bedeutet denn das, wenn zwischen diesen beiden Sternzeichen jetzt so eine Explosion ereignet? Was Gutes oder was Schlechtes? Ich bin kein Astrologe und werde das auch nicht versuchen. Man sagt, der Jupiter ist ein Planet des Glückes. Und vielleicht wird er erschüttert? Deswegen will ich es wissen. Ja. Es gibt die Möglichkeit organischer Verbindung auf dem Jupiter. Das heißt, es könnte dort leben, in welcher Organisation, in welcher Struktur, das weiß keiner, aber es ist erstmal möglich. Vielleicht bringt dieser Kometeneinschlag, führt das dazu, dass der Evolutionsprozess irgendwo abgebrochen wird, aber vielleicht ist es sogar ein glücklicher Umstand und er wird irgendwie beschleunigt oder erst in Gang getreten. Das hoffe ich sehr. Vielen Dank, Volker Kado, dass Sie zu Gast waren bei uns in der Kado-Show, die wir heute nach Ihnen benannt haben, sowie der Komet Shoemaker-Levy nach seinen Entdeckern. Stellbare Kräfte frei geworden seien für unsere Begriffe, als die ersten 4 Kometentrümmerstücke von insgesamt 20 eingeschlagen sind. Astronomen sprechen von einem Jahrtausendereignis, das ihre wildesten Träume noch übertroffen hat. Für unsere Vorstellung vielleicht nur so viel, hätte es den Einschlag auf der Erde gegeben, dann würde es heute im Zweifel nicht mehr den Hauch irgendwelchen Lebens geben. Die Sterngucker brachen in Jubel aus und ließen die Sektkorken knallen. Sie freuten sich über das, was auf den Fotos, die das Weltraumteleskop Hubble machte, nur andeutungsweise zu sehen ist, den Einschlag der ersten Teile des Kometen Shoemaker-Levy 9 auf dem Jupiter. Trickfilm oder Fotos können nicht die gigantischen Ausmaße dieses sogenannten Jahrhundertereignisses zeigen, denn der Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems, ist 770 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Eines der Kometenbruchstücke, im Trickfilm hat es die Größe eines Steines, ist in Wirklichkeit 2 Kilometer groß und rast mit einer Stundengeschwindigkeit von 209.000 Kilometern auf den Jupiter zu. Beim Aufprall des Kometenteils entsteht ein Feuerball mit einem Durchmesser von 14.000 Kilometern, größer also als die Erde, und gleichzeitig wird eine Energie freigesetzt, die der von 12 Millionen Hiroshima-Atombomben entspricht. Nach Aussagen der Kometenentdecker Eugene Shoemaker und David Levy, die das einmalige Spektakel in Baltimore in den USA beobachteten, müssen wir auf der Erde mit solchen Einschlägen in absehbarer Zeit nicht rechnen. Einmal alle 30 Millionen Jahre komme so etwas vor. Na, darauf kann man wirklich trinken.
bewegende Ereignis, was sich heute Nacht auf dem Planeten Jupiter abgespielt hat, nicht nur für Sternengucker eine Sensation. Bruchstücke des Kometen Shoemaker-Levy stürzten auf den Riesenplaneten und verursachten dort eine Explosion mit einem gigantischen Lichtblitz. Beim Einschlag des ersten Fragments stieg die Temperatur auf 30.000 Grad Celsius. Ein Krater entstand von mehreren tausend Kilometern Durchmesser. Teleskope auf allen Teilen der Erde fingen das Ereignis ein. Für die Astronomen, wie hier in Garching bei München, ein faszinierendes Erlebnis. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nett, dass Sie bei uns sind, trotz Fußball. Ich hatte schon befürchtet, diese Sendung würde nur die Redaktion interessieren. Der Überblick. Auf Kollisionskurs, Jupiter und die Kometentrümmer. Viel gewaltiger, viel schöner und viel dramatischer als von Astronomen und Astrologen erhofft. Gleich 5 Kometentrümmer sind auf den Jupiter geprallt und das Ganze führte zu einem fantastischen Spektakel. Es sei nicht nur das größte Erlebnis in seinem Leben, sondern auch des Jahrhunderts, so im ersten Überschwang Eugene Shoemaker, einer der Entdecker des Kometen. Sein Kollege Kazuhiro Sekiguchi kann dem nicht ganz folgen. Da sich zur angegebenen Zeit zunächst nichts tat, hat er sich in der Küche erst einmal einen Tee gekocht. Als er nach 10 Minuten wieder an seine Infrarotkamera marschierte, war alles vorbei. Künstlerpech. In der Beobachtungszentrale in Garching dagegen beste Stimmung, Bernd Niebrügge und sein Bericht. Ein kleiner, milchig-bläulicher Jupiter, auf dem ein Infrarotlicht vergeblich die Einschlagstelle sucht. Also rein gar nichts konnten die wissensdurstigen Astronomen und Journalisten in der europäischen Südsternwarte zum Zeitpunkt der ersten Jahrhundertexplosion sehen. Doch kurz vor Mitternacht kamen vom Observatorium in Chile via Satellit die ersten Bilder. Die astronomische Sensation war perfekt. Ein 2 Kilometer großer Brocken des Shoemaker-Levy-Kometen hatte ein Loch fast so groß wie die Erde in die Atmosphäre des Jupiter gerissen. Innerhalb von einer halben Stunde schwoll die Explosion, hier links oberhalb der weißen Markierung zu sehen, zu einem gigantischen Lichtfleck an. Für die Astronomen in Garching dramatische Bilder. Wir sehen im visuellen Wellenlängenbereich, aufgenommen von Hubble Space Telescope, eine Art Einschlagkrater in der Atmosphäre des Jupiter von einigen tausend Kilometer Durchmesser. Wenn man sich vorstellt, dass das auf der Erde passiert, gibt es natürlich katastrophale Folgen. In den frühen Morgenstunden, während viele der übermüdeten Beobachter Ablenkung suchten, ereigneten sich dann, wie berechnet, 2 weitere Einschläge. Die Europäische Sternwarte in Chile schickte wiederum überraschend gute Bilder. 3 helle, also heiße Flecken befinden sich auf dem Südteil des Jupiters, hier vom Bleistift markiert. Von hier aus breiten sich derzeit enorme Druckwellen über den Planeten aus. Über die dort ablaufenden Prozesse herrscht aber noch völlige Ungewissheit. Wir haben schon 3 Einschläge beobachtet. Das dritte war auch sehr kräftig. Und die waren aber alle verschieden. Und was es genau bedeutet, ich glaube, da muss man ein bisschen nachdenken. Das wird eben ein paar Tage dauern. Die Experten sind sich nun sicher, dass sie sämtliche Kometenteile, die bis Freitag auf den Jupiter aufschlagen sollen, erfassen werden. Eine wohl unermessliche Beute für die Wissenschaft. Die Bilder, die ausgeliefert sind einem solchen Kometenaufprall gegenüber. Also glücklicherweise sind solche großen Ereignisse relativ selten. Also solch ein Einschlag, wie er jetzt auf dem Jupiter passiert, passiert auf der Erde vielleicht alle 50 bis 100 Millionen Jahre. Kleinere Einschläge allerdings, zum Beispiel 1908 ist ein kleinerer Einschlag in Sibirien erfolgt, der die Erde gar nicht erreicht hat, aber Millionen Quadratkilometer Wald umgelegt hat. Die passieren relativ häufig, alle paar Jahrzehnte oder alle paar Jahrhunderte. Und dagegen können wir uns auch gar nicht schützen, denn wir sehen diese Körper gar nicht. Die sind viel zu klein, um im Teleskop, sogar in guten Teleskopen, entdeckt zu werden. Die kommen praktisch unvermittelt. Was halten Sie denn von der Idee, die jetzt von einigen Ihrer Kollegen gebracht wurde, so eine Art Nachrüstungsbeschluss zu fassen, diesmal nicht gegen ein feindliches Volk, sondern gegen Asteroiden und uns mit atomaren Bomben vor unliebsamen Kometenüberfällen zu schützen? Also das klingt so ein bisschen, ich würde mich ein bisschen davon nicht distanzieren, aber das mit Vorsicht betrachten wollen.
Ich glaube schon, dass wir technologisch sehr bald zumindest in der Lage sind, solche Objekte vielleicht aus der Bahn zu lenken mit großen Sprengsätzen, nuklearen Sprengsätzen. Das wird ja diskutiert. Aber wie gesagt, die meisten Effekte, die uns in der nächsten Zeit direkt angehen könnten, sind doch derart, dass wir sie vorher gar nicht sehen können. Das heißt also, die Vorwarnzeit ist zumindest sehr, sehr klein. Und deswegen, das muss man also alles miteinander betrachten. Ich glaube, was wir machen sollten, ist, dass wir die Möglichkeiten, welche Objekte auf die Erde stürzen, sehr viel besser studieren. Das heißt, die Objekte versuchen zu erfassen, zu katalogisieren, ihre Bahnen vermessen. Und zwar vor allem die kleineren, die Einschläge machen wie Tunguska oder den Arizona-Meteorgrad, der 1 Kilometer im Durchmesser ist. Das sind Effekte, die öfter vorkommen. Vielen Dank nach Garching, das war Professor. Astronomers are getting a big bang out of what one of them called the biggest event of the millennium. That's a lot of numbers and big time adjectives, but CNN's Miles O'Brien has the pictures to prove it. Image by image, the Shoemaker-Levy 9 photo album is growing thicker, and like proud parents, astronomers who discovered the ill-fated 21-piece comet can't say enough about their baby. We just all literally hit the ceiling when we heard the results. It was too exciting to believe. This is just the orchestra warming up. It's the first movement in what promises to be a week-long cosmic concert as pieces of the shattered comet, one by one, auger in to Jupiter's murky atmosphere. From the moment they saw the first image captured by the Hubble Space Telescope, astronomers toasted the opening of a rare celestial show. Astronomers proudly displayed pictures of two of the near-Earth-sized impact zones, seen here as white spots in the lower part of the solar system's largest planet. The orbiting Hubble Space Telescope shows what happened in the minutes immediately following the 40-mile-per-second meeting of comet and planet. The 50,000-degree plume rose 600 miles above the rim of the planet. It was an explosion with the force of 10 million megatons of TNT. It was indeed very exciting. I think we were all incredibly astonished at what we saw last night. We can be very glad that this comet was heading for Jupiter and not the Earth. Astronomers say the first fragment was about a half mile wide, and if it had our name on it, it could have easily wiped out a major city. It would be a major disaster. It would be probably the worst natural disaster ever witnessed by man. Prior to the initial impact, the experts were not encouraging amateur astronomers to try and see the comet crashes with backyard telescopes. But comet co-discoverer David Levy, a backyard amateur himself, now says there is some reason to believe a practiced eye may catch a glimpse of a flash. Amateur astronomers should really, this is a red alert for amateur astronomers with small telescopes. The Shoemaker-Levy Orchestra may be warming up now, but not for long. Over the next 3 days, four of the biggest comet pieces will face the music, and thousands of telescopes, large and small, will be watching. Miles O'Brien, CNN, Greenbelt, Maryland. It's time now to it and show you some of the images. We were lucky enough to be observing right when this thing happened. We have one image before this sequence which shows nothing. Then you can see a tiny tip of the fireball. And just a few minutes later, 5 minutes later, the plume is growing. 3 minutes later, it's grown even larger. 3 minutes after that, it seems to have stabilized, reached peak altitude, but started to spread. And then we have a 7-minute gap, and you can see that it's completely flattened out into that pancake again. We have about 3 or 4 more images all showing that flat pancake just hanging in there. And then we start to see it rotate onto the disk. We then, an hour and a half later, took a series of images with this impact site rotated onto the disk, and I'd like to show you that particular view right now. We were using the planetary camera, and we can't fit the whole image of Jupiter in the planetary camera because it's a very high resolution camera. You can clearly see the impact site. Now, remember a few days ago I showed you a picture with a box and I said the box was the size, 2 Earth diameters? Let me give you a sense of scale here. You can see a little bright ring, and if you could keep the graphic up so people can see it at the other places, there's a bright spot and there's a little dark ring you can see around the spot. And then you see a larger sort of smudge to the south. That little dark ring is 80% of the size of the Earth. That large ring, that big smudge, you could easily fit the Earth inside that diameter.
This is one big impact site. It looks a little oval because we're very far south, and we're also close to the edge of Jupiter, so you have an interesting projection effect. Let me show you a blow-up of that. This is a blow-up in the green wavelength, and then you can see more clearly that ring I was talking about. Now, when we project that out as to what it would look like if we were looking straight on, that ring is perfectly circular, and so is that larger white ring around it. You see that little spot to the side? That's the D impact site. That went in a couple days earlier, and so G just barely missed hitting D, and I'll get back to that effect later on. Something very interesting that you might be able to see in these graphics is that, as before, there's sort of a streak. There's the center of the ring and then a smudge off to the side, very black sort of thing. If you look very carefully now in that smudge around to the south, you might see rays. You see those rays? Okay. If you look very carefully, you will notice that those rays do not appear to point to the center of the ring. They appear to point towards where that smudge intersects the ring. That's very interesting. Let's show the next image. This is a green image. The following image you see is the methane band image, which I've shown you before. Remember, I talked about green visible wavelengths, it's dark. In the methane band image, it's bright. And there you can see this even more clearly. You see those rays that are emanating from that intersection of the bright ring and that central streak. We don't know quite what this means yet, but I have a theory, and I'm sure everybody has theories, but since I'm here in front of you, I'll tell you my theory, and then Gene can tell you his theory. My theory is this, that the lower southern portion of that streak is the impact site itself, and that what happens is this thing streaks in there. Keep the graphic up so people can visualize what I'm saying here, either color. It goes into the lower part and streaks down into the atmosphere, and at some point it explodes. And that bright circular ring is centered on the impact site, right? Then the fireball comes, portions of the fireball move back out the impact site and spew out when they get to the top, to the hole. And that's why those rays are centered on the end and not on the center of the ring. Now, I'll remind you, this is just my theory, and I'm not a theorist. I'm an observational astronomer, but that's what the observations sure look like to me. Now, the question is, why is that whole streak bright? And that could very well be that whole tube is just very, very, very hot, and it's ionized. And Gene might tell you later that all of it's rising, but that some of it spews out the end there. So that's my personal theory about what that image shows, but we're going to have to do a lot of work before we can say for sure that's what's really happening. The energy of this event was probably about 25 times larger than that first impact we showed you, and that jives very well with the sizes of these things. This is a much larger splotch on Jupiter, and very likely this splotch will be spreading out as the days go by. One interesting thing that I don't have a graphic to show you, but I'll share with you, is in one of our wavelengths, we can tell that this material is very, very thin, that big brown smudge, the black eye on Jupiter, as it were. That smudge is very thin because we can see the bands of Jupiter right through it. It's just laying right over top of that. So I think that's about all I have to say right now. We're going to be working very hard over the next few days to analyze these data. And I should add that we are not the only observatory in the world watching this. Many observatories around the country have been focused on this and are reporting very exciting results in the infrared. They've been studying that plume in the infrared. They're seeing the spot in the infrared. All over the world, people are tracking this. Those are astronomers at the Goddard Space Flight Center in Maryland describing the largest impact on Jupiter by Comet Shoemaker-Levy 9. They say it's the force of 250 million megatons, equivalent to about 25,000 times all the bombs on Earth. We'll be back with more news after the break. Geht weiter und wir Menschen können dank riesiger Teleskope die Einschläge beobachten.
Die Wucht, mit der die Kometen aufschlagen, ist unvorstellbar groß. Sie entspricht der Stärke von Millionen von Wasserstoffbomben. Doch dieses Schauspiel versetzt so manchen in Angst und Schrecken. Es stellt sich die Frage, ob auch die Erde einmal Ziel von riesigen Kometen sein könnte. Kleinere Himmelskörper haben unseren Planeten schon sehr wohl getroffen. Der Wiener Uniprofessor Alexander Tollmann und seine Frau behaupten jetzt in einem Buch sogar, dass ein Kometeneinschlag die in der Bibel beschriebene Sintflut ausgelöst hat. Thilo Knoops versucht die Argumentation nachzuvollziehen. Kometentrümmer rasen auf den Jupiter zu. Eine Computersimulation zeigt die Weltraumkatastrophe. Die Bruchstücke des Kometen Shoemaker-Levy schlagen auf der Rückseite des Planeten ein. Wenig später sind die 30.000 Grad heißen Feuerbälle auch auf der Vorderseite des Jupiter zu sehen. Jetzt zeigen die aktuellen Fotos des Weltraumteleskops Hubble, die Krater sind so groß wie die Erde. Zum Glück ist die Erde von Kometen dieser Größe nicht bedroht. Doch auch hier schlagen Kometen ein. Zum Beispiel wurde vor fast 10.000 Jahren die Sintflut von einem Kometen ausgelöst. Der Wiener Geologe Alexander Tollmann kam zu dem Forschungsergebnis. Am 23. September um 3 Uhr früh mitteleuropäischer Zeit ist die Katastrophe im Indischen Ozean eingetreten. Es war bei Neumond und es war im Jahre 9.545 vor heute, mit wenigen Jahren fehlen. Die biblische Geschichte hat einen wahren Hintergrund. Ein Komet schlug auf der Erde ein. Ein mörderisches Inferno war die Folge. Eine Flutwelle von 4.000 Metern Höhe verschlang Mensch und Tier. Die Erdkruste zerbrach und glühende Lava wurde in die Höhe geschleudert und regnete auf die Menschen nieder. Ganze Landstriche wurden von giftigen Gasen und radioaktivem Gestein verseucht. Die Messung der Radioaktivität in den Jahresringen von alten Eichenstämmen belegt, dass Sintflut Inferno geschah vor 9.500 Jahren. Professor Tollmann und seine Frau haben in ihrem Bestseller bewiesen, die Sintflut gab es doch. Auch in Tirol schlug ein Splitter des Kometen ein. Im Ötztal ist also seit langem bekannt, dass bei Köfels in Tirol geschmolzene Gesteine vorhanden sind. Allerdings ist der Krater, der etwa 4 Kilometer groß war, nicht erhalten, weil das ja Hochgebirge ist. Anderswo auf der Erde sind Krater erhalten. Dieser in Arizona entstand allerdings viele tausend Jahre, bevor der Sintflutkomet einschlug. Auch die Zeichnungen der Azteken erzählen nach Professor Tollmann vom Sintflutgeschehen. Ein Trümmer versenkte den Kontinent Atlantis. Als Folge der Radioaktivität entstanden Genschäden. Die einäugigen Zyklopen der griechischen Sagen wurden wirklich geboren. Auch das Rätsel der Sphinx lässt sich durch den Kometen erklären. Sie sollte die verängstigten Überlebenden vor einem weiteren Kometen beschützen. Der einzige Mythos, der auf reiner Erfindung beruht, ist ausgerechnet die Arche Noah. Im Laufe der weiteren Forschung hat sich gezeigt, dass ja das eben vor 9.500 Jahren war. Das haben wir damals noch nicht gewusst. Und in dieser Zeit hat man unmöglich so große Schiffe bauen können, dass man von jeder Tierart ein Paar hineinbringen hat können. Das ist ganz undenkbar. Sodass also die Sage von der Arche Noah, genauso wie auch die Folgen von der Sintflut dann im Alten Testament, sicher aus der orientalischen Fantasie entsprungen sind und keine Realität sind. Vielleicht kann die Menschheit noch einmal eine rettende Arche gebrauchen, denn am 18. März dieses Jahres hat ein Asteroid die Erde knapp verfehlt. Von den Astronomen war er übersehen worden. Unser Studiogast ist heute Dr. Erich Übelacker vom Planetarium hier in Hamburg. Herr Übelacker, glauben Sie denn auch, dass ein Komet die Sintflut ausgelöst hat damals? Ja, also Herr Tollmann ist ja Geologe, also es ist ein seriöser Autor und der schreibt schon keinen Mist, deswegen, weil er dann bei seinen Fachkollegen durchfallen würde. Ich glaube auch, dass vor 9.500 Jahren sogar 7 Brocken eines Kometen die Erde getroffen haben. Vieles spricht dafür und dass das Sintflutereignis dadurch ausgelöst wurde. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass solch ein Komet nochmal die Erde trifft? Ach, na ja, vielleicht alle 10.000 Jahre ein größerer Einschlag, aber kleinere sind häufig. Wir hatten ja 1908 einen kleinen Einschlag in Sibirien, der immerhin 1600 Quadratkilometer Wald umgelegt hat. Wäre das über New York gewesen, wären alle Bewohner wahrscheinlich getötet worden. Normalerweise sollten Sie doch solche Ereignisse vorhersehen können mit den Teleskopen. Warum ist das vor 2 Jahren nicht geschehen, als eben solch ein Komet auch vorbeigeflogen ist? Naja, die großen Teleskope werden für die Forschung
eingesetzt für die Tiefen des Alls. Aber man arbeitet dran, ein System zu entwickeln, wo solche Brocken beobachtet werden. Und man will sogar ab 2050 größere Kometenbruchstücke dann mit Wasserstoffbomben sprengen oder zumindest durch den Rückstoß ablenken, von der Erde weglenken. Mhm. Morgen soll ja nun der größte Brocken auf den Jupiter niedergehen. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie läuft das ab? Ja, da fällt also ein 4 oder 5 Kilometer großer Eisbrocken auf den Jupiter mit 60 Kilometer pro Sekunde. Und da wird natürlich eine enorme Energie freigesetzt von Millionen von Wasserstoffbomben. Und es gibt eine riesige Druckwelle. Das Ganze erhitzt sich auf 30.000, 40.000 Grad. Und es gibt eine Explosion, die so groß ist wie die ganze Erde. Und man kann das sogar mit größeren Teleskopen beobachten. Und natürlich mit den Infrarotinstrumenten noch besser. Glauben Sie denn tatsächlich, dass es organische Strukturen dort oben gibt? Es wurde ja so eine Vermutung geäußert. Naja, organische Strukturen wie große Eiweißmoleküle wahrscheinlich nicht, aber Vorstufen wie Aminosäuren schon. Und das findet man ja an vielen Stellen des Weltalls. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass der Mann im Jupiter sozusagen doch existieren könnte? Nein, also ich glaube, in unserem Sonnensystem gibt es nur auf der Erde Leben. Wenn es auf dem Jupiter Leben gibt, dann nicht den Mann auf dem Jupiter, sondern kleine Schwebeteilchen in warmen Schichten der Atmosphäre. Aber das ist nicht bewiesen. Wie groß ist nun eigentlich das Interesse der Bürger an dem Geschehen auf dem Jupiter? Ja, enorm groß. Heute war zum Beispiel trotz größter Sommerhitze das Planetarium ausverkauft. Wir mussten Leute zurückschicken. Es gibt auch Anrufe en masse und wir können sehr, sehr viele Interviews im Augenblick machen. Nicht? Also das Interesse ist enorm groß. Beeinflusst uns das Geschehen denn wirklich auf dem Jupiter? Also ich meine... Uns hier? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja 770 Millionen Kilometer entfernt. Das ist ein schönes Feuerwerk für uns Astronomen, ein Forschungsobjekt, mehr nicht. Aber wenn die Erde von diesem Kometen getroffen würde, wäre das vielleicht nicht das Ende der Menschheit, aber eine ganz, ganz große Katastrophe. Herr Dr. Überacker, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Dankeschön. Wenn Sie, liebe Zuschauer, gerne eine... Obwohl etwas kleiner als sein Vorgänger, waren die Auswirkungen ebenso dramatisch. In dem Kraterloch, das die Explosion im Jupiter hinterließ, würde auch diesmal die Erde problemlos verschwinden können. Die Wissenschaftler schätzen die Wucht der Explosion auf 6 Millionen Megatonnen TNT. Das dadurch entstandene Licht war 50 Mal so hell wie der Planet selbst. Der kilometerhohe Gaspilz, der dabei entstand, könnte den Forschern wichtige Informationen über Windgeschwindigkeiten der Jupiteratmosphäre liefern. Sternforscher Shoemaker, der den Komet entdeckt hat, beruhigte inzwischen die ängstlichen Gemüter. Das Naturschauspiel im All hat keine Auswirkung auf uns, auch nicht auf Psyche und Triebleben. Jupiter ist immerhin 770 Millionen Kilometer entfernt. Im Buchstaben G bezeichneten siebten Bruchstücks des Kometen Shoemaker-Levy hat einen Feuerball erzeugt, dessen Leuchtkraft annähernd so groß war wie die des gesamten Planeten. Morgen soll das größte mit Q bezeichnete Kometenstück auftreffen. Das Loch, das der G-Einschlag hinterlassen hat, liegt in der Nähe des Jupiter-Äquators. Hubble hat bisher hunderte von Fotos gemacht. Mann auf dem Mond. Mehr als 600 Millionen Menschen auf dem ganzen Globus verfolgten damals das Ereignis vor ihren Schwarz-Weiß-Fernsehern. Auch heute haben die Bilder nichts von ihrer Faszination verloren. Am 15. Juli 1969 startete Apollo 11 zur legendären Reise zum Mond. Nach 5 Tagen war der Erdtrabant erreicht, doch jetzt begann der aufregendste Teil der Mission. Neil Armstrong und Edwin Aldrin begannen mit der Raumfähre den Landeanflug. Michael Collins blieb im Mutterschiff zurück. Wenige Stunden später wurde das bis dahin unvorstellbare Wirklichkeit. Armstrong betrat als erster Mensch den Mond. Die Welt hielt den Atem an. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Aus 356.000 Kilometern Entfernung halten die unsterblichen Worte zur Erde zurück. Heute führen die weltberühmten Astronauten ein fast normales Leben. Neil Armstrong, mittlerweile 64, ist Chef eines Elektronikunternehmens in Ohio. Aldrin schreibt nach langjährigen Depressionen und Alkoholproblemen an einem Buch, natürlich einem Science-Fiction-Roman. Wir bleiben im Weltall. Der 10. Brocken des Kometen Shoemaker-Levy ist heute früh auf dem Planeten Jupiter eingeschlagen. Doch damit ist das riesige Feuerwerk im All noch nicht zu Ende. Mit Spannung erwarten die Astronomen jetzt den Superknall. In rund 2 Stunden soll der 11. und dickste Kometenbrocken auf Jupiter einschlagen. Die Experten rechnen mit der größten Explosion, die sie je im All beobachten konnten.
Mit mehr als 200.000 Stundenkilometern rast der 11. Kometentrümmer, das sogenannte Fragment Q, auf Jupiter zu. In der Europäischen Südsternwarte in München-Garching blicken die Astronomen schon jetzt gebannt auf die Bildschirme. Sie erwarten, wie auch schon in den vergangenen Tagen, wieder faszinierende Bilder von dem Planeten. Der 10. Brocken, das Fragment L, verursachte heute früh einen riesigen Krater. Nach dem Einschlag stieg eine rund 1500 Kilometer hohe Rauchwolke auf. Das Fragment Q wird noch mehr Schaden auf Jupiter anrichten. Doch eins ist klar, für die Erde besteht keine Gefahr. Eine Frage dazu noch an unseren Reporter Tobias Kuhner in der Sternwarte Garching, wo ja auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlern den Jupiter beobachten. Tobias, was sind denn die bisher interessantesten wissenschaftlichen Ergebnisse dieser kosmischen Kollision? Die Wissenschaftler haben ihren Augen nicht getraut, als am Montag nach dem letzten großen Einschlag im All auf einmal ein Lichtbogen gesehen wurde. Ein bislang unbekanntes Phänomen, denn normalerweise läuft Licht ja nur geradeaus. Hier wurde aber so viel Energie freigesetzt, dass der Lichtstrahl gekrümmt wurde. Das heißt, wären wir dort oben vor Ort gewesen, hätten wir auch um eine Ecke schauen können. Und das Weltraumteleskop Hubble hat in der völlig aufgewühlten Atmosphäre des Jupiters auf einmal organische Stoffe entdeckt. Stoffe, mit denen vor 4 Milliarden Jahren das Leben hier auf der Erde angefangen hatte. Und genau solche Stoffe möchte man heute nach dieser gewaltigen Explosion noch besser analysieren können. Da müssen wir allerdings noch ziemlich lange warten. Bis Levi 9 auf dem Planeten Jupiter einschlagen. Erwartet werden starke Reaktionen in der Atmosphäre des Jupiter. Wie in dieser Computeranimation dargestellt, sind in den letzten 5 Tagen bereits 12 Bruchstücke des Kometen Shoemaker-Levy 9 in die Atmosphäre des Jupiter gestürzt. Doch die Kette überraschender Beobachtungen reißt für die Wissenschaftler in der Europäischen Südsternwarte bei München nicht ab. Viele Phänomene sind noch nicht erklärbar. So erzeugte der 8. Einschlag hier in Infrarotaufnahmen erkennbar nach einem 10-minütigen Feuerwerk mit gigantischen Lichtblitzen eine Druckwelle auf einer Fläche von rund 15.000 Kilometern. Diese Aufnahme vom Hubble-Weltraumteleskop wiederum zeigt, dass sich nach den Kometeneinschlägen das Polarlicht an beiden Planetenpolen vergrößert hat. Eine Folge der bisher 12 Explosionen mit einer Sprengkraft von über 12 Millionen Megatonnen. Der Absturz des größten Fragmentstücks wird nach Meinung der Astronomen aber alle bisherigen Explosionen übertreffen. Wir hoffen uns davon, dass es besonders tief in die Jupiteratmosphäre eindringen wird. Dort die Atmosphäre aufwühlt, sodass Bestandteile aus diesen tiefen Schichten an die Oberfläche kommen und wir sie dort sehen und analysieren können. Diese neuerliche Kollision zwischen dem Kometen und dem Jupiter wird bei klarem Himmel auch mit kleineren Teleskopen erkennbar sein. Die Wissenschaftler wollen mögliche Beobachtungen von Hobbyastronomen auch für ihre Forschungen nutzen. Mehr über den großen Knall auf dem Jupiter heute im Brennpunkt um 21.45 Uhr. Rund um die Uhr nur eines im Visier, den Gasplaneten Jupiter. Nur eine weltweit geschlossene Zusammenarbeit kann die Wissenschaft weiterbringen. Mit hochsensiblen Geräten verfolgt man in Japan die Explosionen im All. Die Crème der Wissenschaftler versammelt sich um das Teleskop im Okayama-Observatorium. In Indien konnte man vor allem die Explosion des Kometenbruchstückes P2 heute Nachmittag unserer Zeit besonders gut beobachten. Obwohl das Equipment hier in Neu-Delhi nicht gerade auf dem neuesten Stand ist. Den besten Blick auf den angeschlagenen Planeten hat man jedoch von der Südhalbkugel der Erde aus.
Seit 1858 beobachtet man in Sydney die unendlichen Weiten. Schon die Ureinwohner Australiens sollen von diesem Hügel aus den Sternenhimmel erforscht haben. Doch auch Laien können Augenzeugen des einzigartigen Phänomens werden. Auf der ganzen Welt haben Hobbyastronomen ihre Fernrohre aufgestellt. Die Beobachtungen der Passionsgucker sind für die Wissenschaftler von größtem Interesse. In Garching bei München laufen letztendlich die meisten Fäden zusammen. Über ein weltweites Computernetz, Satellit und Telefon werden die neuesten Daten empfangen, verarbeitet und ausgetauscht. Okay. Und wir sind hier in der Europäischen Südsternwarte in Garching, hier im Lagezentrum und in der Informationsbörse für Wissenschaftler aus aller Welt, die sich hier die neuesten Bilder oder Daten von den Ereignissen auf dem Planeten Jupiter abholen können. Etwa ein Dutzend Mal hat es inzwischen gekracht auf diesem Planeten. Ein Dutzend Teile des Kometen Shoemaker-Levy sind inzwischen auf dem Planeten aufgeschlagen, aber es wird noch schlimmer kommen, nämlich heute Abend. Jetzt haben zwar schon viele Wissenschaftler hier in Garching ziemlich verquollene Augen, weil sie seit Samstag den Auseinandersetzungen eines Kometen mit einem Planeten folgen müssen und darauf ihren Lebensrhythmus einstellen müssen, aber sie werden heute sicher nicht schlapp machen. Denn heute ist für uns der spannendste Tag und für Jupiter ist es der strapaziöseste. Fünfmal werden heute Teile auf Jupiter aufschlagen und dabei sein wird auch der größte gegen 22 Uhr. Herr West, Sie sind Koordinator hier bei der ESO. Wie groß ist denn dieses Teil, was heute Abend gegen 22 Uhr oder kurz danach aufschlagen soll? Ein paar Kilometer, ob es dann drei oder vier ist, wissen wir nicht genau, aber das genügt, um eine Riesenexplosion auf Jupiter darzustellen. Das werden wir hoffentlich beobachten können. Ich habe mit einigen Wissenschaftlern soeben Kontakt gehabt, vor 10 Minuten mit einem in Catania auf dem Ätna gesprochen. Die bereiten sich vor, in Spanien auch und auch in Chile, im Kuppel vom 3,6-Meter-Teleskop stehen jetzt die Wissenschaftler bereit, um zu beobachten. Leider ist das Wetter nicht allzu gut dort, aber es gibt doch ein bisschen Hoffnung, dass die Beobachtungen heute Abend sehr, sehr spannend sein werden. Nun war ja die Wucht der Aufschläge schon bisher größer, als viele Wissenschaftler erwartet haben. Man hat sehr viel größere Lichtblitze zum Beispiel gesehen. Wie wird denn Jupiter das heute Abend durchstehen? Es sind ja zwei Aufschläge kurz hintereinander und zwei ziemlich kräftige. Ja, das ist richtig. Bis jetzt die größten Aufschläge haben Störungen in der Jupiteratmosphäre mit einem Durchmesser von etwa 3-mal der Durchmesser unserer Erde gezeigt. Und das heißt, wir können vielleicht erwarten jetzt, dass es noch größere Störungen gibt. Wir können aber nicht ganz sicher sein, denn bis jetzt konnten wir die Energien nicht genau messen. Wir haben nur so ein Gefühl, dass es könnte heute Abend wirklich was Besonderes werden. Jetzt hören wir von Ihnen, von den Wissenschaftlern fast jeden Tag, wie faszinierend und toll das alles sei. Aber uns ist nicht so ganz klar, uns Laien, wie entscheidend das Wissen um die Kometen oder um den Planeten Jupiter verändert. Ist das nur für Sie jetzt ein großes persönliches Erlebnis oder haben Sie auch wissenschaftlich etwas Neues erfahren? Es ist beides natürlich. Wissenschaft ist ein Hobby, das kann man ganz ehrlich sagen. Das macht Spaß, dabei zu sein, aber zur selben Zeit möchte man auch irgendwas Vernünftiges machen. Wir erleben in diesen Tagen eine völlig ungewöhnliche Serie von neuen Erkenntnissen, von neuen Situationen, von irgendwas Unerwartetes und wir versuchen darauf zu reagieren. Wir machen sehr viele Beobachtungen, das ist das allererste, was wir tun müssen. Wir haben nur wenig Zeit, noch gibt es 2 Tage. Wir wissen natürlich nicht genau, was das alles bedeutet. Wir können irgendwas schon ahnen, was auf uns zukommt, wenn wir in dieses riesen Datenmaterial hineingehen. Kann man sich denn vorstellen, wenn ein solcher Komet einmal auf die Erde runterprasseln würde, wie der heute Abend, was da auf der Erde passieren würde? Ja, das kann man schon und das haben wir natürlich schon gelernt in den letzten 3 Tagen. Die Aufschläge sind viel schlimmer, als wir früher gedacht haben. Ich kann nur hoffen, dass es hier auf der Erde wirklich nicht passiert. Aber die Chancen sind ja auch sehr klein, wie Sie wissen. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück zu Jupiter. Der längste Tag für Jupiter, der fing schon gut an, nämlich heute Nacht um 0.17 Uhr. Da gab es den ersten Aufschlag und das war ein ziemlich gewaltiger. Das war bis dahin der größte. Garching, Dienstag, eine halbe Stunde vor Mitternacht. Die Gänge im Gelände der ESO sind leer. Die Wissenschaftler nutzen die Pause für ein paar Stunden Schlaf. Daher sind die meisten Arbeitsplätze, wie hier das Kontrollzentrum, verwaist. Nur im Büro von Richard West, dem Leiter der Station, wird intensiv gearbeitet. Schon seit Tagen ist dem gebürtigen Dänen das dänische Fernsehen auf den Fersen. So auch heute Nacht. Nach den Berechnungen sollte in diesen Minuten das Kometenstück L einschlagen. Wir gehen davon aus, dass wenn das genauso ist wie bei dem H,
was wir gestern Nacht beobachtet haben und wo jetzt wunderbare Daten vorliegen. Wenn es genau so passiert, etwa 4 bis 5 Minuten später steigt dann ein Feuerball von hinten über den Rand auf. Zuerst nur ganz winzig klein, also man sieht kaum was. Und dann in etwa 10 Minuten kommt also so ein Riesenfeuerkugel, ein Pilz hier hoch, ganz, ganz hell. Das werden Sie dann hoffentlich beobachten können, auch wenn es Wolken gibt, denn das ist so hell, da kann man quer durch die Wolken beobachten. Jetzt heißt es warten. Die Astronomen rechnen mit einer guten halben Stunde, bis die ersten Bilder von der Sternwarte La Silla in Chile nach Garching kommen. Das ist zwar verhältnismäßig langsam für die modernen Mittel, die speziell die Fernsehmedien, die elektronischen Medien zur Verfügung haben. Das ist aber sehr, sehr schnell für die Wissenschaft. Noch vor 3, 4 Jahren wäre es so gewesen, dass unsere Beobachter auf La Silla die Daten aufgenommen hätten, an Ort und Stelle auf Magnetband gespeichert hätten und nächste Woche das Magnetband im Koffer mit dem Flugzeug nach Garching gebracht hätten und hier das in den Computer eingelesen hätten. Inzwischen hat die Sternwarte in Massachusetts den Einschlag bestätigt. Doch aus Chile gibt es schlechte Nachrichten. How are things at La Silla? Wahrscheinlich keine Fotos. In La Silla ist es zu bewölkt für Aufnahmen. Das bedeutet weiter warten. Der Platz am Empfang ist leer. Der Pförtner ist auf einem Rundgang durchs Gelände. Um 2:45 doch eine gute Nachricht. Das kleinste Teleskop auf La Silla hat durch ein Loch in der Wolkendecke Fotos gemacht. Das Bild steht auf dem Kopf. Doch zwei vergangene und der jüngste Kometeneinschlag sind deutlich zu erkennen. Und schließlich kommt noch ein Foto aus Spanien in den Computer. Die Explosion ist gut sichtbar. Sie ist wahrscheinlich bislang die stärkste. Es ist kein Zweifel, da ist auch was, was ein bisschen heller ist. Und ich würde behaupten, dass das hier, das ist K. Das heißt, das ist das, was heute, gestern Mittag passiert ist. Das ist wirklich toll. Die Wissenschaftler sind zufrieden. Sehr viel mehr wird über das Kometenstück L sobald nicht zu erfahren sein. Um 3:15 gehen wir heim. Richard West wird noch bis heute Mittag durcharbeiten. Eigentlich geht man ja davon aus, dass man dieses Ereignis besser auf der südlichen Erdhalbkugel beobachten kann, wie zum Beispiel in La Silla, das schon mehrfach angesprochen worden ist, der ESO-eigenen Sternwarte, die man übrigens von diesem Raum aus steuern kann. Aber im Nachhinein scheint es, als hätten die Astronomen des Max-Planck-Institutes in Heidelberg sich mit Calar Alto in Südspanien einen Logenplatz reserviert. Sie nämlich waren die Ersten, die am Samstag überhaupt meldeten, dass der Kometencrash begonnen hatte und Sie haben auch davon die ersten Bilder gezeigt. Und ich bin jetzt verbunden mit Kurt Birkle, dem Leiter des Observatoriums in Calar Alto. Guten Abend, Herr Birkle. Guten Abend. Sie sind noch dran, prima. Was machen Sie jetzt noch bis zum großen Crash heute Abend? Wir sind bereits am Beobachten am 3,5-Meter-Teleskop. Mit unserer Infrarotkamera können wir das auch bei Tageslicht tun. Aber Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind ja noch 2 Stunden so ungefähr. Was machen Sie bis dahin? Nein, weniger. Der erste Einschlag wird jetzt eine Stunde, ja, erwartet. Mhm. 21.30 Uhr. Mhm. Und eine knappe halbe Stunde später gleich der zweite. Haben Sie auch verquollene Augen? Ich tendiere in diese Richtung. Mhm. Ebenso wie meine Kollegen hier. Aber ich nehme an, wir werden durchhalten, bis alles vorüber ist. Sie haben uns ja einige Aufnahmen zugeschickt. Wir zeigen aber erst noch einmal ein paar Aufnahmen, die wir hier in diesem Zentrum hier vorgefunden haben. Wir haben also erstmal ein Bild vom A, vom Einschlag. Ich habe ja gerade gesagt, dass Sie die Ersten waren, die das entdeckt haben. Das nächste war dann G. Können Sie sich dann noch daran erinnern, an dieses G? Ja, also wir haben, haben Sie das gesehen? Dazwischen auch noch andere gesehen, aber G war besonders eindrucksvoll auch wieder, weil er noch heller war als A. Mhm. Aber natürlich A, das war die Premiere, nicht wahr, in unerwartet großer Helligkeit. Das war eigentlich doch für uns, wie das oft ist, beim ersten Mal das Eindrucksvollste von allem. Mhm. Wir zeigen jetzt noch H und L, einfach weil man das, glaube ich, diese eindrucksvollen Bilder nicht oft genug sehen kann. Wie können Sie sich erklären, dass man jetzt da von da unten aus besonders gut das beobachten kann, viel besser als alle anderen? Haben Sie das bessere Wetter gehabt oder woran liegt das? Zweifellos sehr gutes Wetter. Mhm. Und zum Zweiten haben wir ausgezeichnetes Instrumentarium. Erstmal eben unser sehr potentes 3,5-Meter-Teleskop. Das haben, weiß Gott, nicht alle auf der Erde. Und dann eben ein ausgezeichnetes Zusatzinstrument,
eine Kamera, die eben Infrarotlicht empfangen und verarbeiten kann. Mhm. Und direkt umwandeln in anschauliche Bilder. Okay. Jetzt zeigen wir Ihnen noch, ich glaube, eine Weltpremiere, die wir auch Ihnen verdanken. Ihr Team in Heidelberg hat nämlich für uns aus den Bildern vom Samstag einen kleinen Film gemacht. Das ist also der erste bewegte Film, der erste Film, der aber keine Computeranimation ist, sondern Realbilder hat, von diesem Ereignis am Samstagabend. Der ist nicht sehr lange, wie Sie gleich sehen werden. Ich hoffe, wir können ihn jetzt gleich sehen. Ich schiele mal auf den Monitor, ich sehe ihn noch nicht. Ah ja, das ging so schnell, dass ich es gar nicht mitbekommen konnte. Ja, Herr Birkle, ich wünsche Ihnen viel Glück für heute Abend. Hoffentlich kriegen wir auch von Ihnen heute Abend wieder gute Bilder. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich auch sehr. So, jetzt zeigen wir Ihnen noch ein Bild, das Sie vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Es ist auch eine Erstveröffentlichung, zumindest in Deutschland. Das stammt aus La Silla, dem Observatorium in Chile. Das ist eine Karikatur. Natürlich, wenn man gleich erkennen kann, das ist kein echtes Bild. Das zeigt Jupiter mit dem roten Auge, das er schon immer hatte. Und das andere, das ist blau. So. Sie haben gerade die brillantesten Aufnahmen also noch einmal gesehen, auch in diesem kleinen Film vom ersten Tag. Wie es hier zuging am ersten Tag von Samstag auf Sonntag, das zeigt Ihnen nun unser folgender Bericht. Früher Abend in Garching. Im Hauptquartier der Europäischen Südsternwarte laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Weit entfernt, in Chile, auf der anderen Seite der Erdkugel, fahren Teleskope in Position. In Garching bauen Fernsehteams ihre Kameras auf. Mehr als 100 Journalisten haben sich angemeldet. Gespannt warten alle auf den großen Crash. Jupiter ist in, ist gefragt zwischen Chile, Garching oder auch Südafrika. Die Telefonverbindung ist schlecht, aber wichtig, denn gerade in Südafrika soll man den ersten Einschlag besonders gut beobachtet haben. Bruchstück A muss Jupiter vor wenigen Minuten getroffen haben. Denn in den letzten Tagen konnten Wissenschaftler die Einschlagzeiten des Kometen immer genauer berechnen. Tell us, we are really waiting. What happened down there? Did you see anything? No. Bye bye. Auch in Chile, mit dem wir über Satellit verbunden sind, hat man nichts gesehen. 15 Minuten später macht sich Enttäuschung breit. Viele gehen, Fernsehteams packen ihre Kameras ein, ein langer Abend. Die meisten sind müde. Nein, hier nicht. Andere räumen noch schnell die Reste des Buffets ab. Noch ein letzter Blick durchs Teleskop. Jetzt ist wieder der gute alte Mond gefragt. Jupiter ist mega out. Auch wir denken an Rückzug. Worauf noch warten? Um 22.30 Uhr überschlagen sich die Ereignisse. West verkündet eine Sensation. In Spanien hat man auf Jupiter einen Atompilz beobachtet. And that would be now a little less than 1 hour ago. They saw The plume is a rising column of hot gases. That is what in German is called an Atompilz. In English, it is a mushroom. In astronomy, it is a plume. They saw a plume rising above the limb. Could we just hear what this means? Where did you get that from? This is La Silla. Das allererste Foto. Die Teleskope in Chile liefern sensationelle Bilder. Olivier, would you please explain what you see on this picture? Journalisten und Wissenschaftler wollen es kaum glauben. Jetzt müssen Informationen her, aus erster Hand. Olivier Hinault aus Chile. This is the satellite Io. This is one of the moon of Jupiter.
Ernüchterung. Zu früh gefreut. Olivier sagt, die Beule links unten ist Io, ein Jupitermond. Es gibt genaue Tabellen darüber, wo Io steht. In Chile wird hektisch nachgeschaut. Die Astronomen der verschiedenen Teleskope werden befragt, aber niemand ist sich sicher. Ratlosigkeit auch in Garching. Aber auch hier gibt's ein schlaues Buch. Und was die Wissenschaftler daraus erkennen, wird gleich darauf auch vom Teleskop in Chile bestätigt. 5 Minuten vor 12 steht fest, es war der erste Einschlag und nicht Io. At 5 minutes to 12, the 16th of July, 1994, the first definite sign of the impact on Jupiter was shown on TV from La Silla. Thank you very much. Früh am Morgen, Garching schläft. Für andere war es eine lange Nacht. Das erste Foto vom Weltraumteleskop Hubble ist eingetroffen. Heute kennt es jeder. Bilder aus Palo Alto, Südspanien. Bilder aus La Silla, Chile. Samstagabend, 7 Uhr. Generalmobilmachung der Jupiter-Freaks. Mitarbeiter der Münchner Volkssternwarte bringen die Fernrohre in Stellung. Noch 3 Stunden bis zum ersten Aufprall. In den letzten Tagen standen die Telefone nicht mehr still. Das Interesse für den Kometeneinsturz ist beim Publikum riesig. Und die Hobbyastronomen rechnen mit einem Besucheransturm. Gegen 8 strömen die ersten Schaulustigen auf das Dach der Sternwarte. Unter ihnen wahre Jupiter-Spezialisten. Noch gibt es durch die Ferngläser und Teleskope wenig zu sehen. Jupiter wird erst in 1,5 Stunden am Himmel erscheinen. Also muss der abendliche Mond für die ersten Beobachtungsversuche herhalten. Und manche schlagen schnell nochmal im Sternenlexikon nach. Was erwarten Sie denn für heute Abend? Hey, weiß nicht. Lass uns erst überraschen. Wenn es bloß ein schwacher Lichtschein sein sollte, einfach um das mitzuerleben. Dass man einen kleinen Schweif vielleicht sieht. Aber mir auch nicht. Langsam verdunkelt sich Münchens schmutzig-grauer Himmel. Fast senkrecht über dem zunehmenden Mond ist Jupiter heute Nacht gut sichtbar. Doch vom Einschlag ist nichts zu erkennen. Die Mitarbeiter der Sternwarte nutzen die Zeit, um den König der Sterne zu erklären. Am besten kann das sicher Hans Eckendinger. Der Jupiter ist seine Leidenschaft. Seit Jahren beobachtet er hauptsächlich den Planeten aus Gas. Dazu hat er sich in der Nähe von Freising eine eigene Sternwarte gebaut. Jahrelang hat der gelernte Konditormeister sonntags Zeitungen ausgefahren, um sein Hobby zu finanzieren. In seiner Freizeit verfolgt er tagsüber das Geschehen auf der Sonne. Nachts widmet er sich dem Jupiter. Hobbyastronomen wie Hans Eckendinger sind für die Erforschung der Sterne unbezahlbar. Einmal in der Woche schickt er die Ergebnisse seiner Betrachtungen nach Cambridge zu einer Vereinigung der Jupiterbeobachter. In der ganzen Welt verfolgen solche Hobby-Sterngucker die sich ständig verändernde Atmosphäre des größten Planeten in unserem Sonnensystem.
Wenn ein klarer Himmel es zulässt, steht Hans Eggendinger hinterm Teleskop und zeichnet die Wolken des Gasplaneten. Jupiter fasziniert mich schon seit 20 Jahren, weil der Planet Jupiter ein gigantischer Planet ist. Und er umkreist da in einsamen Weltall die Sonne in fast 700 Millionen Kilometer Entfernung und ist aufgrund seiner Größe eben für uns als Sterngucker mit unseren kleinen Fernrohren sehr gut erreichbar. Weil sich Jupiter so schnell dreht, muss eine Zeichnung innerhalb von 10 Minuten fertig sein. Dabei ist das menschliche Auge einem Fotoapparat weit überlegen. Das Auge verarbeitet eben diese ganzen Eindrücke subjektiv, wobei das ein fotografisches Objektiv, auch ein Fernrohr, wenn durchfotografiert wird, auch negative Eindrücke mit aufnimmt, zum Beispiel die Luftunruhe und so weiter. Wenn man da hinschaut, kann man bei die Luftruhe abwarten und erkennt dann mehr Detail. Und wenn man länger und geübt jeder Mikroskopbeobachter wird das auch bestätigen, gewöhnt sich das Auge und an diese Details und man sieht immer mehr. Für die Schaulustigen, die am Samstagabend den Jupiter zum ersten Mal ins Visier nehmen, gibt es also nicht viel zu erkennen. Trotzdem ist so mancher vom Abend des ersten Kometeneinschlags sehr beeindruckt. Für mich persönlich eben dieses Ereignis, dass der Mensch nicht doch das Letzte ist, sondern dass es noch eine Macht gibt, die über ihm steht. Und das wird einem an solchen Tagen und solchen Momenten dann immer wieder bewusst. Jupiter hört's und zieht trotz Kometeneinschlag ungerührt seine Kreise. So, jetzt gehen wir von den Amateuren wieder zu den Profis. Herr Albrecht, Sie sind auch Astronom, auch bei der ESO. Kommen wir jetzt wieder auf die Explosionen, die auf Jupiter stattgefunden haben, zurück. Da sind ja gewaltige Temperaturen entstanden, nach oben oder nach unten. Könnten Sie uns da mal noch etwas Genaueres sagen darüber? Es ist in der Tat so, dass die Energiemengen, die in der Jupiteratmosphäre deponiert werden durch diese Aufschläge, größer sind, als wir angenommen haben. Der Impact des Fragmentes G zum Beispiel hat mehrere Millionen Megatonnen in der Atmosphäre deponiert. Es wurden da Temperaturen an der Einschlagstelle von mehreren tausend Grad frei und ein Gebiet von mehr als der Größe der Erde wurde um einige hundert Grad aufgeheizt. Was heißt das jetzt? Ist es eine Temperatur, die jetzt mehr oder weniger mit dem der Erde vergleichbar ist, oder wie ist das? Das ist richtig. Die Temperaturen waren ursprünglich nahe am absoluten Nullpunkt. Aufheizen um einige hundert Grad heißt, dass es dort in der Atmosphäre Gegenden gibt, die vom Druck her und von der Temperatur her ziemlich nahe an Erdbedingungen sind. Nicht was den Sauerstoff betrifft, aber was Druck und Temperatur betrifft. Wenn man jetzt weiterdenkt, in den letzten Jahren sagt man immer, die Kometen seien die eigentlichen Lebensspender gewesen, die hätten sozusagen tiefgefroren schon das Material in sich, das zum organischen Leben notwendig ist. Dann heißt, der Komet hat jetzt auf den Planeten Jupiter das Leben gebracht und jetzt könnte es dank der Temperaturen anfangen, sich zu entwickeln. Kann man das sagen? Darüber kann man spekulieren. In der Astronomie beschäftigen wir uns damit nicht, aber natürlich spekulieren kann man. Es gibt tatsächlich eine Theorie, wonach Leben aus dem frühen Sonnensystem, im frühen Sonnensystem auf den Kometen kondensiert wurde, organische Moleküle, die in weiterer Folge, wenn die Bedingungen richtig sind, zu Leben führen. Es könnte in der Tat so sein, dass organische, hochorganisierte Moleküle zurzeit entstehen. Es ist aber zu erwarten, dass wenn die Bedingungen wieder nicht stimmen, also wenn ursprüngliche Bedingungen am Jupiter wieder einkehren, was in einigen Wochen bis Monaten der Fall sein wird, dass diese hochorganisierten organischen Moleküle sicher wieder zerbrechen oder sich in ein ruhiges Stadium zurückgeben. Wenn heute Abend die beiden schwersten Brocken auf Jupiter geknallt sind, dann bleiben noch insgesamt 6 Teile des Kometen übrig, bis er ganz verschwunden ist. Wenn jemand überhaupt Grund hat, darüber traurig zu sein, dann sicherlich ihre Entdecker, das Ehepaar Shoemaker. Was passiert, wenn ein solcher Eisklumpen die Erde trifft? Einschläge von Kometen waren immer Katastrophen. Staub wurde in die Atmosphäre geschleudert, der Himmel verdunkelte sich, manchmal für Jahre. Sonnenstrahlen kamen auf der Erdoberfläche nicht mehr an.
Die Temperatur sank. Pflanzen wuchsen nicht mehr. Eine Erde ohne Jahreszeiten. Das Leben erlosch. Das Szenario des nuklearen Winters. Kleinere Einschläge verursachten regionale Katastrophen. Der Krater im Nördlinger Ries, viel größer als die heutige Stadt. Ein Krater in den USA, in Arizona. Durchmesser über einen Kilometer. Verursacht durch den Einschlag eines Meteors. Das Eisen-Nickel-Geschoss aus dem All durchschlug ungebremst die Atmosphäre. Die Dinosaurier starben vor 65 Millionen Jahren aus, wahrscheinlich durch den Einschlag eines Kometen. Heute weiß man, dass damals auch andere Tierarten von der Erde verschwanden. Auf dem Land und im Wasser starben 90% aller Lebewesen. Ein Komet, der Leben vernichtete, damit aber auch den Startpunkt setzte für neues Leben in den Millionen Jahren danach. Kometen als Zerstörer. Kometen als Antreiber der Evolution. Haben Sie denn Angst, dass irgendwann mal auf die Erde ein Meteorit fallen könnte? Oder? Ja, das glaube ich schon. Und nicht irgendwann, sondern in nächster Zeit, weil man merkt ja, dass immer mehr runterkommt. Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Das ist alles so unvorstellbar, alles, was so passiert. Auch das, was man verfolgt und so in der Presse liest oder in den Medien verfolgt. Haben Sie denn Angst, dass das der Erde auch mal so passieren könnte? Eigentlich nicht, nein. Und wenn, dann glaube ich, merkt man nicht viel davon, weil es gleich vorbei sein wird. Das weiß man nicht, aber ich behaupte, die Außerirdischen sind schon da gewesen einmal, wissen Sie. Sie haben das alles gesehen, und als sie das gesehen haben, was hier los ist, sind sie sofort abgehauen. Ich lebe im Heute und denke an morgen, aber ich habe keine Angst. Die Wissenschaftler im Fernsehen haben gesagt, dass das wohl nahezu ausgeschlossen ist. Aber mein Gott, man muss sich natürlich auf die verlassen, weil man ja selber kein Fachmann ist. Könnte es sein, da war ja 1989 schon mal was in der Nähe, ja? Könnte es sein. Solange uns nicht ins Bier reinfällt, ist uns wurscht. Es ist eine theoretische Angst, die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich gering. Es könnte eigentlich immer passieren, aber Angst davor habe ich nicht. Wird sowieso zerstört, die Erde. Also wenn es durch ein Natureignis geschieht, dann ist es mir eigentlich recht. Also davon habe ich keine Ahnung. Nee, habe nicht gehört. Glaub nicht, dass uns irgendein Splitter trifft. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch keine Angst. Mach mir auch darüber keine Gedanken. Und wenn es sein sollte, dann sind wir weg. Dann hat sich's. Das kann man nie ausschließen. Aber ich kein Wissenschaftler. Sie müssen die Wissenschaftler fragen. Da können Sie vielleicht besser rechnen. Muss man Angst haben, könnte sowas wie auf Jupiter auch auf der Erde passieren? Im Prinzip kann das sehr wohl auch auf der Erde passieren. Natürlich nicht von dem gleichen Kometen, der ist weg. Aber es gibt viele andere, nicht nur Kometen, sondern Asteroiden, die sogenannten Apollo, Amor, Athen Asteroiden, von denen wir wissen, dass sie die Erdbahn ständig kreuzen und auch einschlagen können. Und vor kurzem hat eine amerikanische Forschergruppe auch zum ersten Mal diese Objekte, die kleineren Objekte, so im 10-Meter-Bereich, direkt gesehen, wie sie an der Erde vorbeifliegen. Die sind sehr, sehr schwer zu messen und nur mit modernsten Techniken kann man diese messen. Das sind also 10 Meter große Projektile, machen etwa ein Krater, wenn die schützende wirkende Atmosphäre nicht da wäre, oder auf dem Mond, würden sie Krater von einigen hundert Metern Durchmesser machen. Was würde geschehen, wenn ein Komet, ein Himmelskörper in der Größe von Einschlag A die Erde treffen würde? Nun, das Fragment A hatte etwa geschätzt, man kann es ja nicht auflösen, geschätzt etwa einen Kilometer Durchmesser, etwa einen Kilometer, um die einen Kilometer Durchmesser. Und solch ein Objekt würde auf der Erde, bei der Größe schlägt es auch relativ ungebremst durch, auf der Erde, die Atmosphäre schützt uns da nicht sehr, würde einen etwa 20 bis 30 Kilometer großen Krater schlagen, etwa so wie das Nördlinger Ries. Was machen wir denn, wenn ein größeres Objekt
sich der Erde nähert. Das kann ja auch morgen sein. Man hört ja immer wieder, man schießt dann eine Rakete hoch und zündet einen Atomsprengkopf und lenkt die großen Objekte aus der Bahn. Das ist jetzt gerade populär. Das kann man sicher, gut, die Technologie haben wir heute, das zu machen. Das glaube ich schon. Nur, das Ereignis ist so selten und bevor man an solche Überlegungen herangeht, glaube ich, ist es eigentlich mal angebracht, erstmal einmal den Effekt oder die Häufigkeit dieser Körper genauer zu untersuchen, die Bahnen, die Körper kennenzulernen, die Bahnen zu vermessen und sich dann, wenn man das alles geschafft hat, sich dann vielleicht Gedanken zu machen, was man gegen ein solch großes, relativ unwahrscheinliches Ereignis vielleicht dann doch machen können sollte, falls es denn ein Objekt gibt, das der Erde nahe kommen könnte. Vor kurzem dachte man ja, ein Komet könnte auf der Erde einschlagen. Es hat sich glücklicherweise herausgestellt, also nicht gleich einschlagen, sondern in 150 Jahren, ich glaube im 2160 oder so etwa, war berechnet worden. Das ist ja also durchaus in näherer Zukunft, aber glücklicherweise wird er die Erde verfehlen. Achtung! Ja, eigentlich wollten wir jetzt draußen stehen neben einem Teleskop und Sie wollten wir durchs Teleskop schauen lassen, damit Sie den Jupiter einmal live sehen können. Das klappt leider nicht, es regnet ganz furchtbar. Vielleicht können wir als Trost wenigstens den Jupiter einspielen, den wir am letzten Samstag beim ersten Mal, als wir hier waren, durch das gleiche Teleskop eingefangen haben. Peter Stettmeier, Sie sind der Leiter der Bayerischen Volkssternwarte in München. Jetzt haben die Amateure Pech gehabt, denn das ist jetzt wohl der Traum davon zu Ende, dass man dieses große Ereignis heute Abend angucken kann. Es ist natürlich schade, dass es jetzt gerade regnet, aber ich glaube, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es hat sich ja überraschenderweise herausgestellt, dass diese Einschlagstellen nachher sichtbar werden, für die Amateure sogar in den Teleskopen. Und so nehme ich an, wenn der Einschlag wirklich so gewaltig wird wie beim G-Fragment, dass wir in den nächsten Tagen sogar noch Strukturen in der Atmosphäre des Jupiters von diesem gewaltigen Einschlag sehen können. Kann das jeder Amateur? Was muss er für ein Gerät dafür haben? Also wie gesagt, das ist ganz überraschend. Wir haben gar nicht gedacht, dass wir überhaupt was sehen können, gehofft natürlich. Schon mit kleinen Geräten ungefähr, ja, sagen wir so 10 cm Optikdurchmesser, und das sind wirklich eigentlich heutzutage kleine Amateurgeräte, kann man diese dunklen Flecken in der Jupiteratmosphäre erkennen. Sie hatten ja eigentlich einen ziemlichen Andrang in den letzten Tagen auf Ihr Observatorium, auf die Volkssternwarte. Was haben die Amateure denn dort beobachtet? Ja, natürlich von dem Ereignis wollten alle natürlich was mitbekommen. Es war natürlich so, dass wir also die Einschläge nicht sehen konnten, das war vorher schon sicher. Klar. Aber zum ersten Mal dann Montagabend waren ein paar Wolkenlöcher wieder da konnte man dann eben von diesem G-Einsturz dann diesen riesigen, großen, schwarzen, ganz markanten Fleck in der Atmosphäre des Jupiters erkennen. Konnte man wirklich erkennen, ja. Ganz toll, also unübersehbar. Wissenschaftler haben ja auch immer wieder betont, auch in den letzten Wochen noch vor diesem Ereignis, vor diesem Crash mit dem Kometen, dass Amateurastronomen hier ganz wichtig seien, dass sie eine ganze Menge Beobachtungen machen könnten, die Wissenschaftler vielleicht gar nicht machen können, vielleicht ähnlich wie Funkamateure, da sogar etwas zuliefern können. Können Sie das bestätigen? Haben Sie da eine Vorstellung, was die leisten könnten? Ja, sicher ist es so, dass natürlich während der übrigen Zeit die Beobachtungen der Amateure sehr nützlich sind, weil die Astronomen nicht die Zeit haben, also rund um die Uhr Jupiter zu beobachten. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, also, also alle Fachsternwarten schauen natürlich jetzt zu Jupiter, aber sonst zwischen der Zeit ist es wirklich also aber vielleicht sehr wichtig. Die Amateure dafür besser, wie der Vergleich vom normalen Jupiter zum jetzigen Jupiter ist, weil sie eben den normalen auch kennen. Oder? Ja, genau. Manche von Ihnen haben sich jetzt vielleicht auch erst seit ein paar Tagen zum ersten Mal mit Jupiter beschäftigt. Viele andere haben das natürlich schon vorher viele Jahre lang getan. Zum Beispiel auch die Raumsonde Voyager, die lange Jahre den Planeten Jupiter beobachtet hat. Und mit ein paar Bildern aus dieser Raumsonde wollen wir den Abend abschließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems. Auf seiner Südhalbkugel leuchtet der Red Spot, ein großes rotes Auge. Es ist dreimal so groß wie die Erde. Und wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass es das Auge eines mächtigen Wirbelsturms ist, der wohl schon seit Jahrhunderten tobt.
Der riesige Jupiter hat möglicherweise mehr als 17 Monde. Einer davon ist dieser hier, Io, ein glühender Schwefelball. Jupiter, so sah er jedenfalls noch bis vor wenigen Tagen aus. Wissen Sie, was Sie vor genau 25 Jahren an diesem Abend gemacht haben? Wahrscheinlich haben Sie genau das Gleiche gemacht wie ich. Ich saß nämlich vor dem Fernsehgerät und ich habe mir ein wissenschaftliches Jahrhundertereignis angesehen. Jetzt kommt es vielleicht, Apollo 11, die erste Mondlandung. Sie erinnern sich sicherlich, das Ganze fand in dieser Nacht vom 20. Juli 1969 statt. Nun ist es Zufall oder nicht, exakt 25 Jahre danach haben wir wieder ein wissenschaftliches Jahrhundertereignis. Herzlich willkommen hier im Ersten zu unserer Sondersendung Die Kollision des Kometen. Nun, vielleicht haben Sie an dieser Stelle einen Beitrag aus der Reihe unter deutschen Dächern erwartet. Diese Sendung wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Heute Abend gehen wir sozusagen nicht unter, sondern über die Dächer. Denn während dieser Sendung soll, Sie haben sicherlich schon gehört, ein großes Bruchstück, wahrscheinlich das größte Bruchstück des Kometen Shoemaker-Levy 9 mit Jupiter zusammenstoßen. Wir werden live an diesem Spektakel teilnehmen und nicht nur ich hier im Studio, sondern mir zugestaltet ist zum einen Hans Oechsner hier in München an der ESO-Zentrale. Guten Abend, Hans. Hallo, guten Abend, Ranga. Du stehst in München und was sagen so die neuesten Daten? Wann wird es zu dieser großen Kollisionen kommen, gibt es da schon eine genaue Zeit? Ja, es wurde alles noch mal vor kurzem korrigiert, um einige Minuten nur. Der letzte Stand ist, dass dieser große Brocken, das ist ja der zweite, um 22.04 Uhr aufschlagen wird, beziehungsweise wenn man genau ist, da muss man sagen, natürlich eine Dreiviertelstunde vorher, aber um 22.04 Uhr bei uns zu sehen sein wird. Was die Bilder betrifft, aus Chile zum Beispiel, da sind die Nachrichten sehr schlecht. Es schneit in Chile und man kann sehr wenig sehen. Jetzt kann man nur hoffen, dass es ähnlich wie bei uns möglichst bald einen Wetterumschwung gibt. Ja, vielen Dank bis hierhin. Wir werden uns ja sicherlich da noch sprechen. Nun, wir haben zum Glück noch eine zweite Station. Ich glaube, da kann es kaum Schnee geben, denn hoch über der Atmosphäre schwebt das Hubble-Weltraumteleskop und die Daten landen sozusagen hier in den USA und zwar in Maryland am Kontrollzentrum. Und dort steht Tom Buro, der ebenfalls sozusagen die Daten verfolgen wird. Wir werden sicherlich später im Laufe der Sendung auch nach Maryland schalten. Aber zusätzlich haben wir auch noch hier im Studio etwas ganz Außergewöhnliches eingerichtet. Und zwar haben wir sozusagen eine direkte Auffahrt auf die Datenautobahn. Das Wort ist ja in den letzten Wochen mehrfach kursiert. Wir haben hier zum einen Dominik Bomans und Jean-Marie Will, beide sozusagen Astronomen vom Fach. Und ganz wichtig, ihr habt hier ein Terminal, mit dem man sich nun einlinken kann, wie man so schön in der Fachsprache sagt, in die verschiedenen Teleskope. Ja, wir haben eine direkte Leitung zum Observatorium auf dem Cala Alto in Spanien und stehen in Kontakt mit der Kometengruppe des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Und wir haben uns schon ein Bild überspielt, das ist von gestern. Und wir sehen hier eine ganze Reihe, die Einschlagseffekte von einer ganzen Reihe dieser
früheren Einschläge. Mehrere von diese beiden haben bereits 7 und 8 Umdrehungen von Jupiter überstanden. Aha. Man sieht sie immer noch. Man sieht also unten so diese Punkte, also der Beweis auch dafür, ihr könnt sozusagen damit auch mehr oder weniger live die Bilder dann auch reinholen. Und wir haben hier die Chance, ihr geht ja auf die verschiedensten Stationen, nach Australien, nach Südamerika. Also wir werden da sicherlich auch eine Station finden, wo es nicht in diesem Moment schneit. Wir sind sehr optimistisch okay. dafür. Okay, und wenn sich etwas tut, sagt ihr natürlich Bescheid. Ja. So, Sie zu Hause sitzen also, wie Sie sehen, an vorderster Front, um nicht zu sagen in der allerersten Reihe. Es geht heute Abend, wie gesagt, um den großen Zusammenstoß eines Kometenbruchstücks mit Jupiter. Sicherlich haben Sie ja auch im Vorfeld in der Zeitung schon einige Bilder gesehen. Und man muss ja eigentlich zugeben, einerseits sagen die Experten, es handelt sich um die größte Explosion in unserem Sonnensystem, die Menschen je gesehen haben. Aber dennoch wirken diese Bilder ja irgendwie unspektakulär. Nun, man kann sich eigentlich sehr schwer vorstellen, was tatsächlich auf Jupiter passiert. Aber auch auf unserem Planeten gibt es ständig solche Mini-Kollisionen. Die eine Kollision, die kennen Sie sicherlich, das sind kleine Stücke, die verglühen in den oberen Schichten der Erdatmosphäre. Das sind die sogenannten Sternschnuppen. Und wenn die Stücke etwas größer sind, dann erreichen sie sogar die Erde. Hier haben wir ein solches Stück, das nennt man dann einen Meteoriten. Man sieht, der ist wunderschön hier geglättet durch die große Hitze beim Eintritt. Und wenn man sich es genau anguckt, hier ein Eisenkern. Nun, solche Meteoriten findet man, aber was äußerst selten vorkommt, ist, man sieht selten den Meteor, das heißt die Licht- oder Leuchterscheinung, die dieser Meteorit auslöst. Und vor einiger Zeit wurde per Zufall ein solches Ereignis sogar mit einer Videokamera festgehalten. Es sind ganz nebenbei die ersten bewegten Aufnahmen eines Meteors. Freitag, 9. Oktober 92, 19.58 Uhr. Der Videoamateur Tom Reinheimer schwenkt seine Kamera über die Skyline von Pittsburgh. Das Three Rivers Stadion leuchtet wie ein moderner Olymp. Nach der 13:5 Niederlage gegen die Atlanta Braves steht viel auf dem Spiel. Den Pirates droht das aus. Heute Abend dreht sich in Pittsburgh alles nur um Baseball. Noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Leuchtreklame im Wolkenkratzerformat prägt das Panorama. Doch plötzlich eine seltsame Erscheinung am Himmel. Tom filmt das Phänomen, ohne genau zu wissen, was es ist. In derselben Nacht, etwa 350 Kilometer entfernt, filmt David Kranz eine Autoshow. Auch er dreht das seltsame Phänomen. Insgesamt 16 Hobbyfilmer machen Aufnahmen von den leuchtenden Brocken am Himmel. Bei den Fernsehstationen laufen die Telefone heiß, Sendeabläufe werden in letzter Minute gekippt. WRC in Washington zeigt Toms Bilder. Die Amateuraufnahmen sind ein unerwarteter Aufmacher. Fragen über Fragen in den Nachrichten. Ist es ein Meteorit? Was die Moderatorin nicht weiß, an diesem Abend drehte per Zufall ein professioneller Kameramann ebenfalls das leuchtende Geschoss. Die Schlagzeilen vieler amerikanischer Zeitungen verkünden die Bombe aus dem All. Mit einer Geschwindigkeit von 75.000 Stundenkilometern rasen die 70 Bruchstücke des Meteoriten im Sturzflug über das östliche Amerika. Eine 700 Kilometer lange Leuchtspur. Bilder mit Seltenheitswert. Noch nie zuvor sind abstürzende Meteoriten mit der Kamera festgehalten worden. Es sind die ersten Aufnahmen dieses Naturphänomens überhaupt. Anhand der Bilder haben Wissenschaftler zum ersten Mal die genaue Flugbahn eines Meteoriten berechnen können. Das Geschoss verlief in nordöstlicher Richtung zwischen den Bundesstaaten West Virginia und New York. Eingeschlagen ist der Feuerball in Peekskill, in den Kofferraum eines Chevrolet Malibu. Jetzt steht der Wagen im Wissenschaftsmuseum, zusammen mit dem 12,5 Kilo schweren Brocken aus dem All. Na, vielleicht können Sie sich also jetzt vorstellen, was unser großer Komet Shoemaker-Levy auf Jupiter auslöst. Nur zum Vergleich, die Bruchstücke von Peekskill, die wogen so etwa 12 Kilogramm. Im Vergleich dazu, Shoemaker-Levy, die einzelnen Bruchstücke haben einen Durchmesser von mehreren Kilometern. Und
Sie treffen nun nach und nach auf Jupiter ein. Und um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie sozusagen das Ganze abläuft, haben wir hier eine kurze Animation, wo wir Ihnen zeigen können, wie die Bruchstücke nach und nach landen. Sie sehen rechts eine Uhr laufen, das ist die pazifische Zeit in den USA. Und nach laufen nun die Bruchstücke. Sie sind jeweils sozusagen nummeriert mit Buchstaben, hier zum Beispiel N, P2. Und jetzt kommen sie gleich, die wichtigen, nämlich Q2 und Q1. Das sind die angesprochenen Bruchstücke, die auch Hans Oechsner angesprochen hat. Und so gegen 22 Uhr erwarten wir dann, dass das Ganze hier auftritt. Nun, so viel zu den Bruchstücken, aber die entscheidende Frage ist natürlich, was wird man hier von der Erde aus sehen, von den verschiedenen Stellen? Sie haben es gehört, in Chile schneit es, aber wie ist es sonst? Denn es gibt ja auch Stellen, da ist es tagsüber hell. Wir haben für Sie einfach mal einige repräsentative Stellen zusammengestellt in einer Animation. Das Kometengeschwader Shoemaker-Levy 9 im Anflug. Die Bruchstücke schlagen auf der Nachtseite Jupiters ein. Aber was sehen wir von der Erde aus? Auf dem Weg zur Erde durchfliegen wir den Asteroidengürtel. Nach 780 Millionen Kilometern erreichen wir die Erde. Standort Südafrika. Die Sonne geht unter. Jupiter verschwindet erst 7 Stunden später unter dem Horizont. Anders dagegen auf der Nordhalbkugel der Erde, Standort Deutschland. Wenn hier die Sonne untergegangen ist, steht Jupiter nur 3 Stunden am Nachthimmel. Für die Astronomen heißt das also, je südlicher, desto besser. Standort Chile. Von hier aus können die Astronomen Jupiter 4 Stunden länger am Nachthimmel sehen als auf der Nordhalbkugel. Tja, damit sieht man also, in Chile hat man ja eigentlich eine gute Sicht, wenn es nicht schneit. Hans Oechsner, wie sieht's denn nun aus? Zuerst einmal, wo sitzen Sie überhaupt? Ich sehe da eine ganze Menge von Computern. Ja, jetzt sitze ich im sogenannten Remote Control Room von der ESO. Die ESO ist also die europäische Südsternwarte, wo die ganzen Informationen auch diesmal einlaufen von Observatorien aus aller Welt. Hier werden sie gesammelt. Das ist auch eine Informationsbörse für Wissenschaftler. Man kann also auch die Daten hier wieder abrufen. Hier gibt es sehr viele Pressekonferenzen. Es ist auch eine Informationsbörse für Journalisten natürlich. Und dieser Raum hier, der hat, außer dass er auch hier die Daten speichern kann und verarbeiten kann, hat er noch eine andere Funktion. Der kann nämlich das Teleskop steuern, was in Chile steht. Also von hier aus kann man das Teleskop in La Silla fernsteuern, was aber heute Abend nicht sehr viel nützt, weil das Wetter von Chile natürlich das gleiche bleibt und das kann man leider hier nicht fernsteuern. Es gibt aber daneben, soviel ich weiß, auch natürlich Kontakte zum Beispiel zu Teleskopen in Spanien. Wie sieht es denn da aus? Ja, also man wird auf jeden Fall versuchen, möglichst schnell mit Spanien Kontakt aufzunehmen. Da sitzt ja das Max-Planck-Institut Heidelberg. Die waren ja bisher die schnellsten, das war auch sehr überraschend. Man hat ja angenommen, das hat Ihr Film ja vorhin auch vermittelt, dass man die besten Beobachtungen auf der südlichen Halbkugel des Planeten machen könne. Aber dank des schlechten Wetters in Chile zum Beispiel und dank des immer guten Wetters in Spanien waren die Spanier immer etwas schneller, hatten immer die Nase vorn und auch die ersten Bilder. Und so wird es heute Nacht wahrscheinlich auch wieder sein. Ich meine, neben den ersten Bildern ist ja natürlich auch sehr wichtig, die Bilder auszuwerten. Wie sieht es denn da aus? Denn, lieber Hans Oechsner, Sie waren ja auch schon einige Tage oder einige Nächte, muss man besser gesagt sagen, auch in diesem Kontrollzentrum der ESO in Garching. Gibt es da eigentlich schon erste Ergebnisse? Ist man sozusagen weitergekommen? Weiß man mehr als die Bilder einfach so zeigen? Ja, man beschreibt die Ergebnisse noch sehr allgemein. Wir haben hier ein besonders schönes Bild, wie ich meine. Das ist vom Teil L, der ist die vergangene Nacht gegen Mitternacht runtergeprallt. Das muss auch ein ziemlich großes Stück gewesen sein, was man vielleicht auch noch an dieser Kerbung hier entdecken kann. Die Wissenschaftler sind auf der einen Seite sehr euphorisch, aber auf die Frage, ob das mehr so ein persönliches Erlebnis oder auch ein wissenschaftliches Erlebnis ist, sind sie doch sehr zurückhaltend. Man muss sich aber vielleicht auch vorstellen, dass diese Bilder ja nicht wie Fotos geschossen werden, sondern dass das Daten sind, die verarbeitet werden müssen, aus denen dann erst Bilder entstehen, die dann erst wieder ausgewertet werden müssen. Ich glaube, es wird letzten Endes Monate dauern, bis man eine Vorstellung davon hat, was uns eigentlich dieser Kometencrash verraten wird über das Weltall.
Es gab eine Wissenschaftlerin, die sagte mir, den Vergleich der Komet auf Jupiter, das ist so in etwa so, als würde eine Fliege mit dem ICE kollidieren. Mhm. Nach dem, was ich nun erfahren habe, sind doch die Energien größer als das, was man erwartet hat. Ja, die Energien sind viel größer. Also wenn eine Fliege auf einem Intercity das Gleiche erreichen könnte, was die Kometenteile jetzt auf Jupiter angerichtet hätten, dann würde der Intercity hinterher sehr übel aussehen. Das sind ja Millionen Megatonnen Bomben sozusagen, die auf den Jupiter runtergeknallt sind, die die Temperaturen unheimlich verändert haben, die auch vielleicht neue Auskünfte geben über die Beschaffenheit des inneren Teiles des Planeten. Aber das sind alles noch sehr allgemeine Dinge, die man weiß. Man ist auf jeden Fall sehr erstaunt über die Wucht, die das erzeugt hat. Damit hat man wohl nicht gerechnet. Tja, bis hierhin vielen Dank, Hans Öxner nach München. Wir werden uns ja sicherlich auch im Laufe der Sendung noch sprechen. Wenn es auch was Neues gibt, melden Sie sich natürlich hier nach Köln. Okay. Vielen Dank bis dahin. Nun, es ist sicherlich so, dass die Energien größer sind, als man sie ursprünglich angenommen hatte. Wir haben ein Beispiel von dem Keck-Teleskop in Hawaii. Das hat diese Aufnahme hier geschossen. Man sieht hier oben, es handelt sich um das Bruchstück G, Jupiter, und hier eine große Flamme. Und in diesem Maßstab ist unsere Erde etwa so groß wie hier ein 5-Mark-Stück. Man kann sich also tatsächlich auch hier ein Bild davon machen, wie gewaltig die Energien sind. Und was man sehr leicht bei diesen Aufnahmen vergisst, ist den weiten Weg, den sie zurückgelegt haben. Hans Öxner hat es ja auch schon angedeutet. Man kann es in etwa so vergleichen, das Licht, das vom Mond zur Erde kommt, braucht in etwa eine Sekunde. Im Vergleich dazu ist Jupiter 42 Lichtminuten von uns entfernt. Anders ausgedrückt, 5-mal weiter von der Erde entfernt, als die Sonne es ist. Nun, trotzdem gibt es diese tollen Bilder und ein besonderes Augenmerk hat natürlich auch das Weltraumteleskop Hubble. Wir haben es hier als Modell im Studio stehen, denn Hubble, etwa 3 Stockwerke groß ist dieses Teleskop, wurde ja zu Beginn des oder gegen Ende des vergangenen Jahres repariert und schwebt nun in einer Höhe von etwa 600 Kilometern über der Erde, also garantiert auch über der Erdatmosphäre. Und da erwartet man nun ganz besondere Bilder. Jetzt möchte ich mal fragen, Tom Buro, wie sieht's aus? Du stehst sozusagen mitten im Kontrollzentrum. Was sieht man da im Hintergrund? Also da sieht man einige Bilder von der Shuttlesphäre, weil nämlich alle NASA-Aktionen über diesen Raum hier laufen. Und das andere sind andere Kontrollräume, aus denen heraus die Operation gestartet wird. In einem anderen Bild, das Sie jetzt gerade nicht sehen können, ist Jupiter zu sehen. Alle Informationen, die zum Hubble-Teleskop hingehen und alle Informationen, die vom Hubble-Teleskop wieder zurückkommen, laufen über diesen Schaltraum. Dieser Raum ist das Herzstück quasi dieser Operationen. Das heißt also, alles, was wir kriegen, wird sofort weitergegeben nach Köln. So, man muss jetzt allerdings sagen, dass die Einschläge, die von den Kuhstücken heute stattfinden, das muss man gleich vorweg sagen, damit keine falschen Erwartungen entstehen, davon wird es keine Bilder geben, weil Hubble-Teleskop zeichnet die auf und irgendwann in einem günstigen Moment werden die dann überspielt zur Erde. Das dauert in der Regel Stunden. Immerhin, die NASA hat einiges technisch aufgefahren, um alles, was sie bekommt, sofort weiter hinaus in die Welt zu pusten. Das zeigen wir Ihnen jetzt mal. Jetzt müsste eigentlich der Einspielfilm kommen, den wir vorbereitet hatten vom Besuchszentrum, das jetzt hier mit großem Aufwand zum Pressezentrum umgebaut worden ist. Kommt nicht, macht aber auch nichts. Ich sage mal, was neu ist. Eine Sache, die wirklich... So, also... Man wundert sich ja immer wieder, trotzdem haben wir Menschen es geschafft, vor 25 Jahren auf dem Mond zu landen. Aber so ist das nun mal mit der Technik. Ich glaube, Tom hört mich, aber wir hören ihn nicht. Wir lassen es mal hierbei. Wir werden vielleicht gleich noch mal auf dich zurückkommen. Ich hoffe, dass ich sozusagen den Mann, der neben dir steht, jetzt nicht beleidige. Ich weiß nämlich nicht, ob er ein Kometenforscher ist. Denn Kometenforscher zählen ja zu einer sonderbaren Spezies. Es gibt wenige davon. Weltweit wahrscheinlich weniger Profis als Angestellte in einem einzigen Hamburger-Restaurant. Nun, in diesen Tagen haben sie natürlich Hochkonjunktur, sie stehen im Rampenlicht. Vor allem das Ehepaar Caroline und Eugene Shoemaker, nach denen ist natürlich der Komet benannt, sie haben ihn entdeckt. Nun, wir haben im Vorfeld beide besucht und sie erzählen uns, wie dieser Kollisionskomet entdeckt wurde. Die Entdeckung von Shoemaker-Levy 9 ist das Ergebnis einer großen Leidenschaft, die eher zufällig begann.
Denn vor 10 Jahren beschloss Caroline Shoemaker, dass ihr das Hausfrauendasein nicht mehr genügt. Sie begann, den Himmel zu beobachten. Bis dahin hatte ich noch nie eine Nacht durchgemacht. Also wusste ich nicht, ob ich es überhaupt kann. Ich bin eigentlich ein Morgenmensch. Mehr als 30 Jahre war sie Hausfrau. Jetzt als Kometenjägerin bricht sie alle Rekorde. 32 Kometen sind nach ihr benannt. Und der letzte machte den Namen Shoemaker weltberühmt. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, einen gewöhnlichen Taschenrechner zu bedienen. Das machte mich schon etwas nervös. Inzwischen ist die Jagd nach den Kometen Routine geworden. Am Kühlschrank hängt ihr Beobachtungsplan. 7 Tage und Nächte im Monat verbringen die Shoemakers am Teleskop. Eugene Shoemaker arbeitet seit Jahrzehnten am Institut für Astrogeologie in Flagstaff, Arizona. In jungen Jahren träumt er davon, als erster Wissenschaftler auf dem Mond zu landen und wird ein gefragter Planetenforscher. Mit der Mondlandung wird es nichts. Aber exakt 25 Jahre nach Apollo 11 steht Eugene mit seiner Frau im Mittelpunkt des Weltinteresses. Ihre jüngste Entdeckung ist das Ergebnis beständiger Fleißarbeit. Man muss sich eine ganze Menge Himmel ansehen. Sie müssen die Kometen suchen, Monat für Monat. Die Auswertung der Sternenbilder ist Carolines Sache. Es ist die Suche nach der Nadel im kosmischen Heuhaufen. Im Laufe vieler Jahre haben die Shoemakers eine ausgeklügelte Strategie entwickelt. Innerhalb einer Stunde fotografieren sie 2-mal den gleichen Ausschnitt des Nachthimmels. Eine winzige Veränderung zwischen beiden Aufnahmen könnte ein Objekt sein, das sich bewegt. Ein Komet. Das Ergebnis einer Nacht sind Dutzende runder Filmplatten, die den Himmel wie ein Mosaik abdecken. 23. März 1993. Eine dichte Wolkendecke erschwert in dieser Nacht die Beobachtung am Teleskop. Eine Panne kommt hinzu. Die hochempfindlichen Filme sind beschädigt. Es entstehen nur einige wenige Aufnahmen von der Jupiterregion. Caroline wertet die Bilder aus und sie entdeckt einen seltsam verwischten Fleck. Als wir es sahen, glaubte ich, es sei ein Komet. Die anderen glaubten auch daran, aber sie waren sich nicht sicher. Irgendwie hatte ich ein sicheres Gefühl, aber es sah anders aus als alle Kometen, die ich bis dahin gesehen hatte. Trotz ihrer Unsicherheit meldet das Team das seltsame Objekt der Internationalen Astronomischen Union. Stunden später wird die Nachricht über Computernetze weitergeleitet. Die größten Teleskope der Erde werden auf den Jupiter gerichtet. Das Weltraumteleskop Hubble überträgt einige Monate später aufregende Bilder. Der Komet besteht aus 21 Bruchstücken, aufgereiht wie Perlen an einer unsichtbaren Schnur. Erst jetzt begreifen die Wissenschaftler, welch einzigartige Entdeckung Caroline und Eugene Shoemaker gemacht haben. Wir hatten einen Kometen entdeckt, der in katastrophaler Weise auseinandergebrochen war. Es war das erste Mal, dass ein derartiges Auseinanderbrechen beobachtet worden ist. Jupiter hatte den Kometen mit seiner enormen Anziehungskraft auf seine Umlaufbahn gezwungen und in etwa einem Jahr würde der Komet mit dem Riesenplaneten zusammenstoßen. Als Caroline das hörte, sagte sie, oh nein, nicht mein Komet. Ich wollte keinen auf diese Art und Weise verlieren. Aber dann begriff ich, dass es ein großes Feuerwerk geben wird und das klang ziemlich aufregend. Das ist in der Tat aufregend, es gibt auch große Feuerwerke. Und es gibt sogar Tom Buro mit seinem Partner. Und jetzt, glaube ich, können wir dich auch hören. Ja, ich hoffe, die Tonverbindung nach Köln ist jetzt ungefähr genauso gut wie das, was Hubble leistet. Und ich hoffe, Hubble ist etwas besser als das, was wir bisher hier von der Tonqualität zustande bringen. Neben mir steht Ken Carpenter, er ist Wissenschaftler der NASA. Ich habe ja eben gesagt, dass es einige Stunden dauert, bis die Bilder von den Kureinschlägen auf der Erde sind. Aber es gibt natürlich neue Informationen, die bekannt gegeben worden sind. Eine war ganz gut, nämlich, dass Galileo, eine ganz besonders gut positionierte Sonde, Aufnahmen macht und dass die Teleskope genau richtig ausgerichtet sind. Dauert aber Monate, bis diese Informationen hier sind. Aber wir haben heute bei der Pressekonferenz vor einigen Stunden Informationen erlebt
Und zwar Aufnahmen, die nicht so mit bloßem Auge sichtbar sind, was für uns Zuschauer natürlich am interessantesten ist, sondern Aufnahmen, die für die Experten von großer Bedeutung sind. Kennen zunächst mal, einige Experten haben gesagt, wenn die Aufschläge den Jupiter treffen, dann ist das so, dann wird der klingen wie eine große Glocke. Andere sagen, das wird nur wie kleine Nadelstiche sein, die man in einen Apfel reinpiekst. Also was war es nun? Was it like a ring of a bell or was it like das wäre eine große Glocke oder nur ein Apfelstich? Ja, ich würde sagen, etwas dazwischen. Jupiter ist insgesamt gesehen stabil, aber wir sehen doch beträchtliche Auswirkungen an der Oberfläche. Mehr als wir zu wagen glaubten, als die Aufpralle begann. Jetzt sehen wir jedes Mal eine deutliche Wirkung an der Oberfläche und wir haben jetzt Daten für Jahre. Jahre dauern, bis das alles ausgewertet ist. Einige Dinge sind aber jetzt schon ausgewertet und wir haben Bilder dazu, die gucken wir uns jetzt mal an. Man sieht sozusagen einen Krater, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du das vielleicht auch ein bisschen erläutern, Tom? And only the second time it's been seen in anything in the sky. Ja, wir haben das also überhaupt Schwefel erst zum zweiten Mal so gesehen. Mal überhaupt im All geortet worden. Das nächste Foto, das wir sehen, ist Aurora, das heißt das Nordlicht und das Südlicht des Jupiter vor jeglichem Einschlag, also wie er noch jungfräulich war sozusagen. Und jetzt sieht man unten diese drei Punkte sind die Einschlagpunkte und man sieht oben links diese beiden hellen Punkte, da ist die Energie hingewandert. How did the energy travel there? Wie ist die Energie denn da hingekommen? Ja, die Teile mit hoher Geschwindigkeit vom Aufprall Ort hochgeworfen worden, sind dann auf die entgegengesetzte Seite des Jupiters gekommen. Sind die Partikel auf dem Magnetfeld des Jupiter entlang gerutscht und auf dem entgegengesetzten nördlichen Pol dann wieder gelandet. Und hier sieht man eine Reihe von Fotos, die von der Erde aus geschossen worden sind, aber die sehr aufschlussreich sind, wie man heute feststellen konnte. What do these pictures tell us? Diese Aufnahmen zeigen verschiedene Höhen in der Atmosphäre, beginnen oben links mit den hohen Schichten, dann geht es immer tiefer nach unten und die Temperaturen sind unterschiedlich in diesen verschiedenen Höhen. Also die Kamera nimmt verschiedene Wärmetöne auf und daraus können die Wissenschaftler sehen, wie tief die Einschläge denn nun gegangen sind. Das heißt, sind sie in den höheren Wolkenschichten von Jupiter geblieben oder sind sie sehr tief in den Planeten eingedrungen? Einschlägen. An den Kureinschlägen, die heute erwartet werden, ist nicht so sehr, dass das Riesenbrocken sind, da gab es schon größere Einschläge, sondern das Besondere ist, drei Einschläge werden genau im Abstand von 10 Stunden stattfinden. Das heißt, der Jupiter dreht sich einmal in 10 Stunden um die eigene Achse, also alle drei Brocken werden ziemlich genau denselben Spot, denselben Ort treffen. Das heißt, sie werden größeren Effekt haben als die größten Brocken bisher. So what do you think? Ja, vielen Dank, Tom Buro. Ich würde mal sagen, bis hierhin vielen Dank. Wir werden uns gleich ja nochmal damit beschäftigen. Wir kommen überhaupt zu dem, was da auf Jupiter trifft. Das sind die Kometen. Wir haben hier im Studio ein solches Kometenteil als Modell aufbereitet. Und wenn man so die Bilder sieht, dann denkt man natürlich zuerst, es würde sich da um sehr heiße Teile handeln mit einem heißen Schweif. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denn in Wahrheit sind Kometen sehr, sehr kalt. Man kann sie bezeichnen, wenn man so will, als eine Art schmutziger Schneeball. Und wie es zum typischen Schweif kommt, das sehen Sie auf diesen Aufnahmen, die wir Ihnen einspielen. Der Kern, wie gesagt, dieser schmutzige Schneeball ist zuerst einmal sozusagen nackt und wenn er sich nun der Sonne nähert, dann bildet sich das, was man Koma nennt und natürlich auch der Schweif. Und dieser Schweif ist sehr, sehr viel größer als der Kometenkern. Deshalb werden auch die meisten Kometen, ebenfalls auch Shoemaker-Levy 9, in der Nähe der Sonne entdeckt. Und wenn sie sich dann wieder entfernen, dann sozusagen schrumpft der Schweif und dann werden sie sozusagen unsichtbar. Nun, die Kometen selber, die haben natürlich immer wieder auch hier auf der Erde, wenn sie auftraten, Panik ausgelöst. Man hatte sozusagen sehr viel Angst vor diesen kosmischen Einzelgängern. Sie haben immer wieder im Laufe der Geschichte für sehr viel Aufregung gesorgt. Ohne Vorwarnung erschienen sie am Himmel, wie Boten einer höheren Macht. Manchmal heller als die hellsten Sterne. Die Geschichte eines solchen Schicksalsboten erzählt der Teppich von Bayeux. Im Jahre 1066 kündigt eine eindrucksvolle Kometenerscheinung in England Unheil an.
Tatsächlich wird die britische Insel wenige Monate später von den Normannen erobert. Seinen Schweif verdankt der Stern von Bethlehem nicht etwa einer Beschreibung in der Bibel, sondern einem Kometen, den der italienische Maler Giotto im Jahre 1301 beobachtet hatte und den wir heute den Hellischen Kometen nennen. Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts verbreitet die Wiederkehr des Hellischen Kometen Angst und Schrecken. Blausäure haben die Wissenschaftler in seinem Schweif ausgemacht. Und ihren Berechnungen zufolge wird der Kometenschweif am 18. Mai 1910 die Erde streifen. Das Ereignis beherrscht die Titelseiten. Einige Bürger, so wird berichtet, hätten ihr Totenhemd angelegt. Überall beten Menschen, um das Ende der Welt abzuwenden. Doch der Weltuntergang bleibt aus. Viel zu dünn ist das Gas im Kometenschweif, als dass es Schaden anrichten könnte. 76 Jahre später. Die Raumsonde Giotto soll das Innere des Hellischen Kometen erkunden. In der Nacht zum 14. März 1986 taucht sie in die Koma des Kometen ein und rast auf den Kern zu. Sie liefert die ersten Bilder, die je von einem Kometenkern gemacht worden sind. Die Annäherung an Halleys Kern im Zeitraffer. Eine Art staubiger Schneeball. Unerwartet dunkel. Nur an wenigen Stellen tritt gleißend helles Gas aus. Die meisten flüchtigen Stoffe auf der Erde, wie das Wasser in den Ozeanen, die Gase der Atmosphäre, stammen von Kometen. Die ursprüngliche Materie, aus der die Erde entstanden ist, war sehr trocken. Erst Kometen haben die Umgebung geschaffen, in der Leben entstehen konnte. Heute weisen Wissenschaftler Kometen eine schicksalhafte Rolle bei der Entstehung von Leben auf der Erde zu. Denn Kometenkerne enthalten organische Materie, die Bausteine des Lebens. Kometen haben also nicht nur die Umgebung geschaffen, in welcher Organismen leben können, sondern haben möglicherweise auch die Stoffe mitgebracht, aus denen sich die Organismen entwickeln konnten. Wir haben also eine ganz besondere Beziehung zu Kometen. Ja, wer weiß, vielleicht ist tatsächlich sogar das Leben auf diesem Planeten dadurch entstanden, durch Kometen. Aber ich höre, Hans Oechsner, es gibt tatsächlich erste Bilder. Das hast du jetzt etwas zu viel versprochen, aber es gibt erste Meldungen. Wir haben vor zwei Minuten telefoniert mit Spanien, mit Calar Alto, das ist also das Observatorium des Max-Planck-Instituts in Heidelberg. Und da haben wir eine sehr lebhafte Beschreibung bekommen dessen, was passiert ist. Und es ist also inzwischen passiert. Beide Kometenteile sind auf den Jupiter aufgekracht und sie scheinen noch mehrere andere Brocken im Schlepptau gehabt zu haben. Und der Leiter des dortigen Observatoriums erzählte uns also, dass es riesen Lichtblitze gegeben habe, dass es lange, minutenlanges Licht da gewesen sei, dass es erst langsam angefangen habe, aber dann ganz grell gewesen sei. Und es scheint wirklich sich um die größte Explosion zu handeln, die wir bis jetzt erwarten konnten. Aber wie gesagt, Bilder haben wir leider keine. Vielen Dank bis hierhin. Wir werden uns vielleicht noch darum bemühen. Wer weiß, vielleicht finden wir Sie hier auch noch in Köln mit Hilfe unserer tollen Workstation. Es ist natürlich sicher auch viel zu früh, um genau zu sagen, was denn passiert. Man hat zwar Lichtblitze, aber was sagen Sie genau aus? Im Vorfeld gab es ja die wildesten Spekulationen. Nun, wir haben einmal Theorie und Wirklichkeit gegenübergestellt. Und wie Sie gleich sehen werden, gibt es eine Menge Belege für die verschiedensten Szenarien. Schon ein Jahr vor den Kollisionen berechneten Wissenschaftler per Computer, was geschehen wird, wenn die Kometenbruchstücke in die Jupiteratmosphäre eintauchen. In dieser Simulation des NASA-Ames-Instituts zeigt sich, wie die Atmosphäre durch den Eintritt schlagartig auf mehrere tausend Grad erhitzt wird. Berechnungen wie diese gehen jedoch von Annahmen über Masse und Beschaffenheit des Kometen aus. Die ersten Bilder der Kollision sind nun ein Test für die verschiedenen Theorien. Erstaunlich die Genauigkeit, mit der die Wissenschaftler den Zeitpunkt des Auftreffens vorhersagten. Die berechneten Kollisionen stimmen fast auf die Minute.
Die Mehrheit der Wissenschaftler ging davon aus, dass die Bruchstücke in der obersten Atmosphäre zerbrechen und wie in einem Meteorschauer verglühen würden. Tatsächlich eingetreten sind aber wesentlich dramatischere Szenarien. Die Bruchstücke zerbrechen nicht, sondern tauchen tief in die Atmosphäre ein, wobei große Löcher entstehen. Diese Aufnahme des Weltraumteleskops zeigt Jupiter nach der ersten Kollision. Deutlich sichtbar ist das Loch in der Atmosphäre. Es hat einen Durchmesser halb so groß wie unsere Erde. In dieser Zeitrafferdarstellung des Sutherland Observatoriums in Südafrika erkennt man den gigantischen Feuerball, der beim Einschlag entsteht. Offensichtlich dringen die Bruchstücke des Kometen viel tiefer in die Atmosphäre ein als vermutet. Bei den Geschwindigkeiten von über 200.000 Kilometer pro Stunde entzündet die Reibungswärme das umgebende Gas. Die gemessenen Temperaturen übersteigen 30.000 Grad. In dieser Aufnahme der europäischen Südsternwarte erkennt man links unten die heißen Spuren zweier aufeinanderfolgender Einschläge. In einigen Modellen sollen die Aufschlagtemperaturen so hoch sein, dass sie eine nukleare Kettenreaktion in Gang setzen könnten. Dies scheint jedoch nach den neuesten Daten nicht der Fall zu sein. Doch scheinen sich riesige Flammen über Jupiter zu erheben. Deutlich sichtbar links unten auf dieser Aufnahme des Keck-Teleskops aus Hawaii. Der Durchmesser dieses Feuerballs ist größer als die Erde. Besonders im sogenannten Infrarotbereich wird das Ausmaß der Kollision deutlich. Es sind tatsächlich die größten Explosionsenergien in unserem Sonnensystem, die je von Menschen erfasst wurden. So ähnlich muss man sich also auch das Bild vorstellen, was man von diesen Einschlägen jetzt im Moment sieht. Aber ich gebe zu, wissenschaftliche Bilder haben natürlich immer eine große Schwierigkeit, vor allem dann, wenn sie von so weit wegkommen. Sie sind nicht unbedingt sonderlich sinnlich. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen zu Tom Buro. Er ist sozusagen sehr nah bei uns im Vergleich zu Jupiter. Tom, wie steht es? Hat man vom Hubble Space Telescope denn nun auch Informationen über dieses Bruchstück Q? Keine visuellen, keine sinnlichen, wie du so schön gesagt hast, aber man hat Informationen. Offenbar ist es so, dass die Einschläge, die bisher eingetreten sind, wirklich ungefähr an derselben Stelle waren. Das heißt, genau in dem 10-Stunden-Rhythmus, in dem Jupiter sich dreht, kommen also alle an derselben Stelle runter und man erwartet und erhofft sich davon Aufschlüsse, weil das wird eine enorme Auswirkung auf die Atmosphäre des Jupiter haben. Es wird ein Loch in die Atmosphäre reißen. Wie groß und was passiert, das weiß man natürlich nicht. Aber warten wir mal ab, wenn erstmal die Galileo-Bilder kommen und das wird ein paar Monate dauern, dann wird man einige Aufschlüsse ziehen können. Vielleicht eine kurze Frage, im Hintergrund sieht man sozusagen schwebende Menschen. Das hat aber, glaube ich, überhaupt nichts mit Shoemaker-Levy und dem Kometen also, zu tun und Jupiter. Also oder? Ja, das hier ist die Kommandozentrale aller NASA-Aktionen. Das heißt also, teilweise sieht man... Tja, das ist die Kommandozentrale der NASA, soweit dazu. Ich denke, wir gucken uns jetzt einmal hier im Studio an, wie die Möglichkeiten sind mit unserer Workstation. Vielleicht haben wir ja da mehr Glück, denn wir haben ja hier Kontakt zu den verschiedenen Instituten. Was sieht man denn jetzt im Moment, Dominik? Das Wetter scheint recht gut zu sein, aber dafür sind die Verbindungen umso schlechter, wie wir hier auch schon gesehen haben. Das heißt, das Neueste, was wir herausziehen konnten, war ein Bild von letzter Nacht und noch nichts Neues von Cala Alto, die anscheinend die Bilder haben, aber sich nicht von ihnen losreißen können. Guck an. Aber daneben gibt es ja auch einige Beispiele, ich sage mal, für die Interpretation von Daten, wo man also jetzt tatsächlich auch herausfindet, nicht nur schöne Bilder, sondern tatsächlich auch sie interpretieren kann, also weiß, was sich da abspielt. Es gibt da, glaube ich, ein Beispiel für eine Front, die sich wahnsinnig schnell bewegen soll. Wir hatten hier gerade ein Bild gehabt, was die höhere Atmosphäre von Jupiter zeigt. Aha. Und in einem Filter genommen, der nur die hohen Wolken zeigt. Wir sehen ganz deutlich, dass die Aufschläge Gas in die höheren Schichten der Atmosphäre von Jupiter nach oben bewegt hat. Das Bild, das du eben ansprachst, mit den sich schnell bewegenden Atmosphärenteilen, das sehen wir im nächsten. Das ist ein Bild aus den USA, aus Australien.
Also ebenfalls sozusagen direkt hier über die Datenautobahn verfügbar. Die haben wir uns alle heute hier hingezogen, sozusagen über die Datenautobahn. Aha. Jetzt sieht man hier unten in einer Falschfarbendarstellung diesen Einschlag von Fragment G. Und es wurde auch hier gemessen, dass diese Schockwelle da unten sich mit etwa 4 Kilometer pro Sekunde ausbreitet. 4 Kilometer pro Sekunde, also dieses runde Stück, was man hier sieht, 4 Kilometer pro Sekunde. Nun, ihr beide seid ja auch Astronomen. Ich meine, Tom Bura hat es auch angedeutet, nachdem wir ihn sozusagen im Äther verloren haben. Wie lange brauchen eigentlich solche Auswertungen? Was wird eigentlich jetzt mit den Daten so passieren? Ja, die Daten liegen ja normalerweise in einem Format vor, das einem in der Helligkeit sozusagen die Intensität des eintreffenden Lichtes sagt. Wenn man jetzt noch spektrale Analysen macht, dann kennt man die Helligkeit in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Und man kann daraus dann Geschwindigkeitsinformationen ableiten und verschiedene andere Dinge. Aber das zieht sich meistens über Monate, wenn nicht gar über, sagen wir mal, halbe Jahre und Ähnliches hin. Mhm. Und wenn man das so hört, Spektralbereiche, man muss das sozusagen für den Laien verständlich machen. Man kann das vergleichen ein bisschen wie eine Brille, die man dem Teleskop aufsetzt. Genau. Und dann guckt man sozusagen, was sieht man so im Blaubereich oder im Rotbereich. Was wir hier im Bild dargestellt haben, ist ein Bild, was aus drei Bildern in verschiedenen Farben zusammengesetzt worden ist. Mhm. Und wir sehen, dass die blauen Teile sind grün und rot. Was wir hier im Bild dargestellt haben, sind in unterschiedlichen Spektralbereichen, in unterschiedlichen Brillen im nahen infraroten Licht aufgenommen worden. Man sieht, es ist wirklich die Chance der Infrarotbeobachter. Wir haben darüber hinaus auch sogar ein Beispiel, was wir sehr rezent, glaube ich, bekommen haben. Das habt ihr mir zwischendurch mal gezeigt. Eine Art Zeitraffer, bei der man nun sieht, wie sich nach und nach ein solcher Aufschlag ereignet. Wir sehen ihn auch hier eingeblendet, sozusagen eine Sequenz. Man kann sich also vorstellen, genau das passiert oder ist vor kurzem auf Jupiter passiert mit diesem größten Bruchstück. Und hier ebenfalls eine Falschfarbendarstellung, sozusagen der rote Fleck, das sind dann besonders heiße Zonen, nehme ich an, in diesem Fall. Die auch deutlich aus der Jupiteratmosphäre nach oben gezogen werden. Mhm. Gibt es darüber hinaus noch vielleicht ein hübsches Beispiel? Man kann ja hier sozusagen quer durch die Welt gehen. Ja, wir hatten das, glaube ich, vorhin in einem Film schon gesehen. Wir haben hier noch die Bilder vom Südpol, von der Infrarotkamera dort unten. Sozusagen das Observatorium, was auf der Erde am weitesten oder an einem uns unzugänglichsten Ort aufgebaut worden ist. Aber wiederum hier so, dass man diese Bilder per Computer abfragen kann. Und dieses Bild hat mich vor allen Dingen irritiert. Wir haben es vorher kurz gesehen, weil das Bild völlig rot war. Hier sieht man es noch einmal und in einigen Darstellungen mal ist Jupiter blau, mal ist er rot. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was die richtige Farbe ist. Was zeigt denn nun dieses Bild? Wir sehen hier die Intensitätsverteilung in einer dieser Brillen, wie du so schön gesagt hast. Und das Objekt wird umso heller, je heller es wirklich am Himmel ist. Und welche Farbe wir ihm geben? Nun, die Farbe ist jeweils angepasst, damit der Kontrast, damit das, was wir besonders interessant finden, besonders deutlich zu sehen ist. Und in dem Fall hat der Beobachter oder die Gruppe, die das Bild produziert hat, eben Rot und Gelb als besonders ausdrucksstark verwendet. Und Gelb, das steht also hier im Infrarotbereich für hohe Temperaturen. Ja. Also eine ganz besonders heiße Zone. Wie heiß wurde es denn so in der Mitte? Wir haben an einigen Stellen wurden sehr hohe Temperaturen gemessen. Es gab Messungen von einigen 10.000 Grad. Einige 10.000 Grad, schon beeindruckend. Gut, bis hierhin vielen Dank. Ich möchte jetzt noch einmal zurückgehen zu meinem Kollegen Hans Öxner in München. Hallo Hans, wie sieht es denn jetzt in München aus? Immer noch nicht? Ja, danke. Es ist wirklich sehr spannend hier, aber es ist immer noch mehr eine Hörfunkreportage. Es gibt im Augenblick eine Telefonschaltung mit Karl Aralto. Wir haben aber gleichzeitig auch selbst dorthin telefoniert, mit einem Wissenschaftler gesprochen, der die Beobachtungen macht die ganze Zeit. Der hat einerseits das bestätigt, was gerade Ihr Kollege in Köln sagte. Die sind so hingerissen im Augenblick von dem Ereignis, dass sie gar nicht daran denken, uns Bilder zu überspielen. Okay, das vielen Ereignis Dank. Das muss aber ganz gewaltig sein, wenn ich noch den einen Satz sagen darf. Es ist also hell erleuchtet. Man könnte also auch die alten Explosionen, die alten Krater ganz genau noch mal sehen.
Also es klingt schon fantastisch, aber gut. Leider, wie gesagt, nur im Ton. Also vielen Dank hierhin. Es gibt ja das bekannte Buch Heller als 1000 Sterne. Und wenn Sie zu Hause Lust haben und das Wetter mitspielt, dann gehen Sie doch raus, denn Jupiter ist sogar sichtbar. Er befindet sich in Richtung Südwesten. Und morgen nachts, etwa kurz vor Mitternacht, kommt es zu einer weiteren Kollision. Und vertrauen Sie nicht auf die ganzen wissenschaftlichen Geräte, vertrauen Sie auf Ihre Augen, denn Sie können etwas vielleicht dann direkt sehen. So, das war's von unserer Seite. Ein Bericht über ein gigantisches Spektakel, das sich allerdings zum Glück auf unserem übernächsten Nachbarplaneten abgespielt hat. Uli Deppendorf wird Sie gleich in den Tagesthemen über den letzten Stand der Dinge auf unserem kleinen Heimatplaneten informieren. Gute Nacht.